Ich bin auch sehr gespannt auf Resident Evil 1.5. Ich habe es auch noch nie selber gespielt. Aber ja, bin wirklich gespannt. Also ich habe mal ganz kurz reingespielt vorher, um zu testen, ob alles geht natürlich, und das Spiel ist schon noch sehr unfertig. Ich habe mich auch ein bisschen drüber informiert, weil es mich interessiert hat natürlich, die ganze Historie und so weiter, und das, was wir jetzt spielen, ist quasi ein fangemachter Mod, wenn man so will, ein ROM-Hack besser gesagt, auf Basis von einem sehr frühen Entwicklungsstadium dieses Spiels, auf der Original-ROM, die ist auch noch so verfügbar, waren im Grunde nur einzelne Locations, die aber zusammenhangslos einfach so auf der Datei gespeichert waren. Ne? Und im Endeffekt haben die auf Basis von dem, was wir über das Spiel wissen und auf Basis von dem, was eben auf dieser Datei in dieser ROM drin war, das Spiel rekonstruiert. Also das heißt, was wir heute spielen, ist jetzt nicht das, was das Spiel mal werden würde, wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist aber gut von der Lautstärke her. Okay, das ist perfekt. Okay, cool, dann lassen wir es so. Zumindest mich. Spiel müssen wir noch gucken. Und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ich drücke jetzt mal hier eine Taste und hoffe, dass wir nicht alle gleich total erschrecken. Aha, mein Controller funktioniert nicht. Auch nicht schlecht. Den hatte ich eigentlich schon eingestellt. Wartet mal kurz. Okay, ich glaube, das ist alles abgestürzt hier. Kleinen Moment. Muss ich noch mal kurz gucken. Hallo? Was ist denn jetzt los? Nö, passt eigentlich alles. Okay. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Hallo, Bounce Strike. Dankeschön, freut mich sehr. Super nett von dir. Okay, ich glaube, ich habe Kontrolle über das Spiel. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt bin ich echt gespannt. New Game. Biohazard. Hey, warte mal kurz. Ich muss mal schnell bei mir Vollbild machen, weil sonst ist das zu klein. Ich hoffe, das zerbombt uns jetzt nicht wieder alles. Sieht im Stream noch gut aus, oder? Passt. So, jetzt ist die Frage, mit wem wollen wir spielen? Mit Leon oder mit Elsa? Das ist jetzt die große Frage. Mich würde ja ehrlich gesagt Elsa schon interessieren, weil die ja quasi eine komplett neue, unbekannte Figur ist. Ich würde allerdings auch gern Leon S. Kennedy nehmen. Einfach zum Vergleich, damit wir direkt vergleichen können zwischen dem Resident Evil 2, das wir haben, und dem Resident Evil 2, das wir fast bekommen hätten. Deswegen tendiere ich zu Leon. Vielleicht schauen wir auch in Elsa mal noch rein. Ich weiß noch nicht, gucken wir mal. Aber fangen wir mal mit Leon an. 1,78 Meter, 21 Jahre, 70,2 Kilogramm und Blutgruppe A. Na dann, das ist in Japan übrigens wirklich voll das Ding, Blutgruppen sind wie Sternzeichen bei denen. Kann mich nicht mehr genau erinnern, was A bedeutet, aber ich habe ein Video dazu gemacht, ist schon Patreon-exklusiv, kriegt ihr auch bald alle zu sehen. Elsa gucken wir uns auf jeden Fall noch an, ich sehe schon auch im Chat ist das Interesse an Elsa groß, schauen wir nachher noch rein, aber starten wir zumindest mal mit Leon. Do you remember? Do you remember? Do you remember that bizarre mystery in the Arkley Mountains that was solved by the RPD stars? We remember. We remember how they came back with stories of zombies and monsters, and only few people believed them. We remember how the RPD launched an immediate investigation of Umbrella for conducting illegal bioweapon research. We remember how the members of STARS were sent away on another case, so they wouldn't talk about it anymore. We remember how Umbrella eventually got shut down and everyone thought it was over. The whole thing was dead and buried. Dead and buried? What a laugh!
2 months later, the real nightmare began. Okay. Ach so. We barricaded ourselves in the Stars RPD, whatever. It was no use, and so began a life of death and no way to escape. Das klang richtig professionell gerade, und das meine ich wirklich ernst. Dankeschön. Elliot, we must go. There's no time to lose. Is there no one else left inside? There's no one left. We must go. Those things are already closed. They almost caught up to me. All right, get on board. We're off. Hi, MC. Hört sich an, als gehört das zum Spiel. Sehr gut. Hey, wait, don't go. Was ist das mit Resident Evil und den Hubschraubern, die wegfliegen einfach? No! Oh, that's just freaking great. Now what am I gonna do? Okay, Leon. Now what are we gonna do? Jetzt gucke ich mal kurz in die Steuerung. Okay. Was? Oh nein, das ist voll... Oh Gott, ich hasse das Menü. Guck mal, das ist voll weird. Wenn man ins Menü reingeht, wie komme ich denn hier wieder raus? Oh Gott, ist das umständlich. Oh Gott, die hätten das Menü aus dem ersten Teil ja beinahe unglaublich verschlimmbessert. Guckt euch mal das an. Wenn ich ins Menü gehe, dann muss ich hier noch wählen, ob ich jetzt zu den Items will oder zu den Files oder zu der Map. Und genauso komme ich dann auch wieder raus aus der ganzen Nummer. Da gibt es quasi den Extraschritt. Oh Gott. Zum Glück haben die das nicht übernommen ins fertige Spiel. Meine Güte. Das wäre schlimm gewesen. Tja, Leon, dann haben sie dich wohl... Vielleicht mochten sie Leon einfach nicht, oder? Dass sie ausgerechnet ihn zurücklassen. Ich gucke mich jetzt mal noch ein bisschen auf dem Heliport um. Aber ich schätze mal, viel werden wir hier nicht finden. Na, wie gesagt, wir werden sehr schnell feststellen, habe ich schon im ersten Bildschirm, als ich kurz reingespielt habe, dass das Spiel absolut nicht fertig ist. Obviously. Das Messer hat 0 Schuss Munition, ja. Damn it, there must be another way out of here. If only I could contact the outside. That's right. I have to report this to the chief. Ah, the chief. Ob das auch schon Chief Irons ist hier in 1.5? Und ob der auch schon mit Umbrella unter einer Decke steckt? Oh, wir haben gleich mal 2 Türen zur Wahl. Vorne oder hinten? Ich gehe mal in die hintere, in die geheime Tür. It's locked from the other side. Okay. Never mind. Los geht's. Oh. Das ist ja ungünstig. It's a shutter switch. Will you push it? Yes. Good. Keine Zombie-Pflanzen dahinter. Keine Ivys. Chief's Office. Na, da wollten wir doch hin. Sehr gut. Was ist denn das? Eine Duke-Box? Speichern. Item Box is not available in the preview. Ja, habe ich schon gelesen. Wir können quasi nicht speichern und wir können keine Inventare in eine Box legen, weil die Box nicht fertig war in der Version. Ich glaube, ich kann auf F1 Quick saven. Moment mal. Oh, oder ich kann auf... Ah doch. Warte mal, lassen wir uns kurz testen und auf F3 laden. Genau. Immerhin, wenn wir schon keine Schreibmaschine haben, wenigstens das. Was steht da draußen? Heaven. Naja, okay. There's a small sign in one corner. It reads Raccoon City, 21st Century. Hill Mall Grayson Architects. Okay, und so, anscheinend so hätte irgendwas gebaut werden sollen. Dankeschön, das Knuddel für 100 Bits. Super nice von dir. Wir brauchen jetzt nur noch einen Follow auf Twitch. Dann haben wir das nächste Bonusziel für Resident Evil 2 erreicht. Das ist nur eine Kleinigkeit, ich habe schon gesagt, aber ich glaube eine coole. Ich bin sehr gespannt drauf.
Sir, the helicopter is gone. It was our only way out. Come down, rookie. There must be a way. The building is besieged by those things. I don't see any option. Maybe using the communication system. You can ask for help or something like that. I couldn't read it. It was too fast. But the system is damaged. I know. But some officer were trying to repair it. You may be luckier than they. Okay, I'll go and see something, blah, blah, blah. And remember this, Leon. Never let your guard down. Uniform, those things are no longer what they were. Don't make any mistake. Yes, sir. Das sollte wohl Marvin werden. Ja, anscheinend ist Irons hier Marvin. Das ist schon mal interessant. Aber das ist schon mal vom Setting her halt ganz was anderes. Ne? Leon kommt hier nicht als Rookie an seinem ersten Tag an. Ey, wir haben unser Follower-Ziel erreicht. Dann kann ich jetzt auch gleich offiziell verkünden, dass ich mir mit euch im nächsten Stream mal kurz, weil lange dauert es nicht, die nicht veröffentlichte Demo zu Resident Evil 2 für den Game Boy Advance anschauen werde. Wir werden das hier live im Stream spielen. Die ganze Demo dauert, glaube ich, selbst wenn wir uns Zeit lassen, nur 5 Minuten. Also das ist wirklich nur so ein kleines Häppchen als Bonus nächstes Mal. Aber das wird, glaube ich, sehr spannend, uns anzugucken, was die da auf dem Game Boy Advance zusammen geschustert haben. Bin ich gespannt. Naja, auf jeden Fall ist Leon scheinbar trotzdem ein Rookie. Also der ist neu hier, aber eben doch schon im Polizeirevier. Und nicht erst, ja. Sag mal, das ist ja irgendwie witzig. A painting of a man with a hook, seeing it makes me uncomfortable. Ey, das hat doch das Modder-Team eingebaut, oder? Ey, wenn das wirklich so im Spiel drin gewesen wäre, fände ich das super crazy und super cool. Weil wie ihr vielleicht wisst, ist ja in der nicht veröffentlichten Version von Resident Evil 4, die auch Hookman-Demo genannt wird, ein unsterblicher Geistergegner mit einem Haken, der Leon Down verfolgt und zusammenhackeln will. Und jetzt hängt hier in diesem nicht veröffentlichten Resident Evil 2-Prototypen ein Bild von einem Hookman und er sagt, das ist ein Bild von einem Mann mit einem Haken, wenn ich mir das anschaue, fühle ich mich unwohl. Das muss doch ein Easter Egg von dem Mod-Team sein, die das rekonstruiert haben, oder? Das wäre so crazy, wenn das wirklich schon damals in dem Spiel drin gewesen wäre. Würde ich total feiern, ohne Shit. Aber ja, gucken wir mal. Oh, guck mal, hier ist, ja, das ist doch genau die Stars-Members. Das Foto ist sehr klein und in sehr schlechter Qualität, aber gut. Emblem of the Raccoon SWAT Team. Na gut, schauen wir mal in die Tür da rein. Nice, Leute. Dankeschön für die Follows, auch auf Twitch. Oh, ein Rabe. Guck mal, was macht denn der? Putzt sich der? Oder glitscht der rum? Ich bin mir nicht sicher. Mich wundert so, dass da wirklich so viele ausgefertigte Hintergründe sind. Aber keiner davon wurde benutzt. Die haben hier wirklich alles neu gemacht. Ich hätte zumindest gedacht, dass mehr recycelt wird vielleicht. Reaper X Gaming, dankeschön für dein Abo. 3RX Gaming ist jetzt ein Bird Rider. 3RX Gaming. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Dankeschön. Wie kommen die Vögel da rein? Das ist eine gute Frage. Sind die Scheiben da? Ist das da offen? Sieht auf jeden Fall komisch aus. Wir haben auf jeden Fall einen Stufe 1 Hype Train am Laufen. Dankeschön, Leute. Ja, ne, das Fenster könnte offen sein oder die Scheibe ist sehr sauber. Das wissen wir jetzt nicht. Das können wir nicht genau sagen. Woher hast du eigentlich 1.5 bekommen? Genau, kann man einfach als ROM runterladen. Dürfte auch alles rechtlich vollkommen cool sein, weil es ist ja ein Fanprojekt, ne? Also da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Knuddel, dankeschön nochmal für die 100 Bits. Super nice. Achso, ich muss wieder hier reinklicken. Okay, Vögel, anscheinend... Nein, oh Gott, ich bin voll drangelaufen. Aber anscheinend sind sie schon mal machtlos gegen Schreibtische. Gehen wir mal zum Notausgang. Schnell, bevor sie kommen. Okay. Also ich bin erstaunt schon auch, wie weit das Spiel anscheinend wirklich auch schon fortgeschritten war. Ne? Also es funktioniert ja anscheinend. Ich weiß, ich kann halt echt jetzt auch nicht beurteilen, leider, wie weit oder wie viel da die ROM-Hacker, die Modder, die Bastler
da irgendwie noch ergänzt haben und wie viel tatsächlich im Spiel war oder wie viel dazu gebaut wurde. So ganz genau kann man das, glaube ich, leider nicht sagen. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Man könnte sich tatsächlich die Urversion die geleakte ROM von Resident Evil 1.5 anschauen, die ist aber nicht spielbar, weil da sind zwar die ganzen Räume vorhanden, aber nicht verbunden und man kann halt nicht wirklich spielen. Die kann man, die ist aber verfügbar. Oh, da steht jemand. Freeze! Wait, don't shoot! Marvin! Leon, you're still alive. I'm glad to see you here. You're still alive, Marvin. Where are the rest of the officers? Has everyone been eaten by zombies? Or have they turned into zombies? You're already seeing... Ich kann nicht so schnell lesen. Tell me, are there other survivors? You're the only one I found. The chief is injured. One of those things got to him. Damn, the situation is terrible. We have to find a way out of here. The chief told me about using the communication system and asking for outside help. But the system is damaged. If the other officers could not repair it, then how could we? I don't know. I'll try helicopter down with the building besieged by those things. I don't see any other way. Okay, I'll meet with the chief first and we'll start looking for a way out of here. I agree. He is in his office. Aber pass auf die Kräne auf, Marvin. Pass auf die Kräne auf. Wir wissen, wie das im fertigen Spiel für dich ausgeht. Oh, Marvin, du warst aber nicht sehr gründlich hier. Oh mein Gott, ist der schnell. Oh, aber man schubst die mit ziemlich viel Power weg. Das ist irgendwie ganz cool. Oh nein, die sind unsterblich, wie im Originalspiel damals, wenn die aufstehen. Ah, das ist gut, dass die das noch verändert haben. Invincibility Frames bei Gegnern sind immer super nervig. Ist der jetzt tot? Meine Güte, und zäh ist der auch noch. Oh oh. Wow. Ich habe das Gefühl, mit Zombies anlegen ist keine gute Idee in Resident Evil 1.5. Stirbt ihr überhaupt? Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob die unsterblich sind. Meine Güte. Auf jeden Fall hält der echt was aus. Heute kein Kratzbaum im Hintergrund. Doch tatsächlich habe ich trotzdem einen Kratzbaum im Hintergrund. Wartet mal. Hier. Da. Aber gerade ohne Katze. Aber ja, ich bin umgezogen seit gestern in mein Büro. Das ist auch noch nicht fertig, ne? Hier muss noch viel gemacht werden, sowohl was technische Sachen angeht, als auch einfach Regale und so weiter. Aber grundsätzlich ist es jetzt benutzbar und renoviert und ich muss nicht mehr im Wohnzimmer streamen, was schon ziemlich gut ist. Okay, lassen wir die Zombies lieber liegen? Guck, man sieht, dass die Hintergründe noch nicht so richtig funktionieren. Das sind halt einfach wirklich 2D-Sprites. Aber ich kann im Vordergrund von gewissen Sachen gehen, ne? Ne, die halten unglaublich viel aus, ne? Ich find's auch krass. Hi, viel zu alt für. Und hi, James, übrigens. Hallo. Ist das die Mod von 17.02.? Genau. Anfang 23. Das ist, glaube ich, die aktuellste Version. Wirst du auch ein Video über die Gegner von 1.5 machen? Ich habe sogar mal ein Video gemacht, schon, ist schon ein bisschen länger her, mit allen Gegnern, die nicht verwendet wurden. Und da sind natürlich auch alle von 1.5 drin, die es nicht sowieso dann in die fertigen Spiele geschafft haben. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht so viel, außer die Affen und die andere Version von Birkin, die halt in 1.5 unterwegs ist. Die ist schon noch sehr anders wie die im fertigen Spiel dann. Tja. Hallo, Moon. Moment, hier waren wir schon, ne? Habe ich eigentlich eine Karte? Muss ich gleich mal gucken. Sonst irren wir hier lange durch die Gegend. Ups. Map. Achso, nee, falsche Taste. Ah, come on.
Ich habe das Gefühl, die Karte funktioniert leider auch nicht. Schade. Oder, ich meine, ich habe nicht den besten Orientierungssinn, ne? Und es kann schon mal sein, dass mir Karten nicht so helfen, aber das sieht nicht richtig aus, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Außerdem befürchte ich, das Spiel ist abgestürzt. Nee, da sind wir schon wieder. Ja, und es gibt keine Türsequenzen, das ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich auch ziemlich crazy. Ja, verrückt. Karte ist sehr ausbaufähig, würde ich nett gesagt auch sagen, ja. Die bei Affen muss ich an Silent Hill 4 denken. Oh, was hören wir denn da? Psst. Essen da einfach Zombies gerade wen, oder? It's the body of a doctor. He has no vital signs. Neuer Gegner, oder? Oh, guckt hier. Oh ja, da wird einfach wer gegessen. Guckt, hier sieht man es schön, dass halt die Hintergründe noch nicht so richtig eingearbeitet sind. Ich laufe halt hier einfach auf 2D-Sprites mit Hitboxen drum. Da wurde noch nichts überlappend eingebaut. Meine Güte, ey, aber ohne Witz, wie soll ich denn... Der eine Zombie war gerade so krass. Wie soll ich denn jetzt gegen die 5 hier kämpfen? Ich habe ungefähr ein Messer und 40 Schuss Pistole. Ich habe das Gefühl, ein einzelner von denen schluckt 40 Schuss. Oh, jetzt haben wir mehr Schuss. Keine Ahnung, wie viel mehr. Oh Gott, aber guckt euch das an. What? Ich versuch's mal, gegen die zu kämpfen. F1, ich speichere mal und dann schauen wir mal. Ah! Ich befürchte, die kommen auch nicht so ganz zurecht mit der Map. Was passiert hier? Ah, okay. Ah, okay. Da ploppen sie in die Existenz. Ich schieße einfach mal ein bisschen. Ich glaube, es ist vorgesehen, dass man mehr ausweicht, statt zu schießen. Ja. Ich habe aber auch schon auf Screenshots gesehen, dass scheinbar die Bewaffnung in dem Spiel ziemlich durchdreht. Also man hat dann relativ schnell anscheinend ein unglaublich krasses Waffenarsenal. Und dann wendet sich das Blatt vielleicht. Aber das kommt mir gerade auch ein bisschen irre vor hier. Vor allem, wenn da einer so blöd hängen bleibt. Ah, gut. Weißt du, man kann die halt auch jetzt am Anfang vielleicht einfach mal so ein bisschen niederschießen. Oh Gott, da ist ja noch einer am Snacken. Oh Mann, oh. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier überhaupt rein muss und die beißen mich hier nieder. Für was gehe ich hier rein? Ein Foto der Arklay Mountains. Für ein kleines Easter Egg für den ersten Teil. Dankeschön. Dafür sind wir jetzt gestorben. Na gut, schauen wir uns mal die Todesszene an. You died. Okay. Dann drücke ich mal F3. Dann kämpfen wir mal nicht gegen die und gehen woanders hin. Hallo. Teleportation. Zeitreise, so einfach ist das. Eieiei. Hi, Livia. Nennt sich das nicht Tileset? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie da das Vokabular genau ist. Communications Room. Es ist elektronisch verschlossen. Ein Card Reader auf der rechten Seite. Ein Card Reader. You have to use the blue key card. Okay, die haben wir leider nicht. Ich kann mal ja drücken, aber wir haben die blaue nicht. Ja. Ja, dann gehen wir mal zurück. Oh, guck mal, hier. Das ist doch Brett, oder? Das ist doch Brett auf dem Poster. Hey, aber dieser Hookman, ich muss das nachher echt mal recherchieren, ob dieser Hookman irgendwie nachträglich von diesem Hack-Team hinzugefügt wurde auf dem Bild oder ob es den wirklich gibt. Weil das fände ich schon total cool irgendwie. Nee, jetzt sind wir schon wieder falsch. Ich wollte mal, die Treppe ging ja noch weiter runter. Wir können ja wahrscheinlich nochmal ein Stockwerk nach unten. Das wird noch deutlich ulkiger. Sowohl die Gegner, die Wegfindungsprobleme haben, als auch recht seltsame Trefferphysik. Ja, ich bin gespannt, was wir heute hier noch erleben. Hallo, Jumo. Genau, das Brot auf dem Plakat.
wenn ich doch nur eine funktionierende Karte hätte. Ihr wisst ja, ne? Selbst mit Karte finde ich mich in solchen Spielen meistens nicht zurecht. Und jetzt haben wir hier nicht mal eine, die funktioniert. Um Gottes Willen. Ja, wahrscheinlich sind die Fenster einfach offen hier, ne? Ich weiß auch nicht, wer den nicht zugemacht hat. Könnte es sein, dass die Leichen, die gerade angeknabbert wurden, die Karte hat? Naja, ich weiß es nicht. Weißt du, wir haben ja eine Karte, die ist nur absolut nutzlos. Das sah jetzt nicht so aus, als hätten wir keine Karte, sondern als wäre die noch nicht wirklich im Spiel implementiert gewesen. Deswegen. Okay, wir sind im Erdgeschoss. Hier sollten logischerweise wahrscheinlich die meisten Monster sein. Gucken wir mal. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel nach der Logik gemacht ist. Ich höre sie schon. Was ist das für ein Knopf? Ja, wahrscheinlich machen wir jetzt irgendwo zu, oder? Nee, wir machen irgendwo auf. Dammit! Ich speichere mal schnell. Das war so ein glorreicher Erfolg, den speichere ich mal kurz. Ach, die Türkarte meinst du? Ja, okay. Im Vorbeilaufen habe ich geklickt, da habe ich nichts gefunden, aber kann trotzdem sein. Oh Gott, die Musik ist ja auch noch so gruselig. Vielen, vielen Dank, Katmo! Es ist immer sehr entspannend, dir zuzusehen, rotes Herz, ich weiß das. Ich habe zwei Kinder, lachender Smiley mit geschlossenen Augen. Dankeschön, freut mich sehr. Warte mal, Lian hat da gerade so geguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob er nur auf die Leiche geguckt hat oder auf den Schreibtisch. Nee, am Schreibtisch ist nichts. Sehr düster hier, ne? Ich habe bis jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen düsterer und grittiger. Munition, aber gleichzeitig auch irgendwie alberner, ne? Hi, Matze. Wann endlich Resident Evil 9? Ich sage 25. Ne, Dusk Golem, ein großer, relativ zuverlässiger, oder was heißt großer, aber bekannter, relativ zuverlässiger Leaker hat das schon gesagt, und das klingt sehr plausibel, dass wir nächstes Jahr einen Trailer sehen und übernächstes Jahr erscheint dann das Spiel. Messy Desk, nothing useful. Ich habe das Gefühl, viele Räume in dem Spiel sind noch nicht sehr useful, ne? Ich versuche mal, mich hier noch ein bisschen umzusehen. Alle locker sind locked, deswegen heißen sie ja auch locker. Wobei locker wäre eher was, das andere Sachen zuschließt, ne? Naja. Versuch einfach mal F5, Vampire Girl. F5 ist immer gut. Nein, ich war doch schon basically an dir vorbei. Hey, wow, ich finde keine Heilung. Ich finde den Weg nicht. Ich finde nix. Gemeinheit. Moment mal, von da sind wir gekommen. Cutscene. Oh Gott, guck dir das an. Ich war gar nicht so falsch dran mit meiner Vermutung, dass hier unten besonders viel los ist. Meine Güte, die sind aber schon ein bisschen crazy hier jetzt in Resident Evil 1.5, oder? Was die einem hier entgegenwerfen. Und ich bin halb tot und habe irgendwie eine Spritzpistole. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich besonders viel Schaden mache. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die töten kann. Schauen wir mal auf die Herrentoilette. Ja, da ist irgendwas. Will you take the red medicine? What? Hatten die etwa kein grünes Kraut damals? Nichts Ungewöhnliches. Na dann. Ich muss mal ganz kurz... Tut mir leid, ich hoffe, ich schmatze nicht so viel. Aber ich habe leider ein bisschen Husten und kaputten Hals. Ich muss mal schnell ein Eukalyptus-Bonbon nehmen. Ich versuche, möglichst nicht ins Mikro zu schmatzen. Manche Leute finden das ja ganz schlimm. So, dann gucken wir mal auf die Damentoilette. Und hier finden wir... Aha, grüne Medizin. Sag bloß, ich kann jetzt grüne Medizin... und rote Medizin fusionieren, wie Kräuter. Nur eben, dass es keine Kräuter sind. Aber wenn ich mal die richtigen Knöpfe drücken könnte.
Combine? Ah, tatsächlich. Und jetzt haben wir G plus R Medizinmix. Ich weiß nicht, wo Lian die neue Flasche hat. Wir haben ziemlich viel Pistolenmunition, sehe ich gerade, ne? Vielleicht sollten wir die Medizin auch schon nehmen. Nee, geht schon noch. Ich finde übrigens auch das Foto von Lian irgendwie geil. Jetzt gibt es also noch ASMR, ja, genau. Guckt euch mal, guckt, das ist ja niedrig auflösend, ne? Aber ich finde, Lian guckt da schon mit so einem Schmollmund. So ein leicht gesenkter Kopf und so ein Schmollmund guckt in die Kamera. Supermodel Lian. Der ist wahrscheinlich nur hier bei der Polizei, weil er für seine neue Rolle in seiner neuen Teenie-Sitcom irgendwie, da spielt er einen Polizisten und wollte sich das mal wirklich in echt anschauen. Beverly Hills, ne, Raccoon City 90210. Kann ich einfach mal mit Marvin ein bisschen auf Streife gehen? Ich erforsche eine Rolle. Eine Taschenlampe, kann ich die nehmen? Nee, das wäre crazy. Welches Spiel war das gleich nochmal? Irgendein älteres Spiel, das hatte eine echt beeindruckende Taschenlampenmechanik und die haben da tatsächlich einfach die vorgerenderten Hintergründe einmal in hell und einmal in dunkel gerendert und übereinander gelegt und die Taschenlampe schneidet quasi aus dem dunklen vorgerenderten Hintergrund was aus. Man sieht dann den hellen vorgerenderten Hintergrund, aber war super, super Ergebnis, super faszinierend, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Auch ein älteres Survival-Horror-Spiel. Aber ja, weiß ich nicht mehr. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Vielleicht starten wir dann einfach nochmal mit Elsa, würde ich fast sagen. Jetzt drehe ich nochmal eine Runde und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal mit Elsa an. Alone in the Dark 4 war das? Echt? Der vierte? Ich habe gar keine Ahnung. Aber fand das eine clevere Lösung. Donkey Kong 64 war das, glaube ich. Ha, kommt mir hier mit wilden Takes um die Ecke. Aber ich hab so keine Ahnung. Ich muss es euch einfach glauben. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob das Kanon ist. Aber hier sehen wir, dass die Population von Raccoon City über 100.000 ist. Das ist aber auch die Information, die ich im Kopf hatte. Und ich habe Resident Evil 1.5 nie gespielt. Irgendwoher muss die kommen. Oh Gott, da waren wir auch noch nicht drin. Aber komm, die zwei schaffen wir. Da haben wir genug Munition, glaube ich, für die zwei. Ja, die haben wirklich... Oh nein, ist das gemein. Oh Gott, ich bin umzingelt. Oh Gott, und es ist voll eng hier. Oh. Trottel. So. Jetzt machen wir die fertig. Ich glaube, ich finde das irgendwie ganz nett, aber auch ein bisschen schwer zu sehen halt einfach, weil die Auflösung halt auch zu niedrig war damals, dass Lian anscheinend mehr blutet, je mehr Schaden er genommen hat. Ne? Das ist irgendwie schon auch cool. Das ist so ein kleines Detail. Das hätten die von mir aus auch übernehmen können. Aber dass die Zombies so zäh sind, das hätte es wegen mir nicht gebraucht. Die Zombies sind auch noch sehr viel weniger dynamisch, ne? Also die sind auch... oh, da ist ja noch einer! Die sind auch sehr agiler und schneller geworden im fertigen Spiel dann. Das spielt sich tatsächlich in vielerlei Hinsicht noch viel mehr als der erste Teil tatsächlich. Das ist ganz cool. Ja, und es sind außerdem Vierlinge hier unten, das stimmt. Auch noch gleich angezogene Vierlinge. Oh Gott. Vielleicht wurden die Schadenswerte noch nicht angepasst. Es sind mittlerweile sogar Fünflinge, die vermehren sich immer mehr. Ich glaube, die Zellteilung oder sowas. Guckt euch mal an, was die einstecken. Lian, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich möchte es jetzt wissen. Ich möchte jetzt wissen, wie viel Munition die 5 Zombies fressen können. Das gibt's doch nicht. Das Spiel ist crazy, was das angeht. Da ist schon wieder einer nochmal aufgestanden von denen. Ich glaube, ich spinne.
Sag mal, kann ich die vielleicht überhaupt nicht töten? Kann das sein, dass sie unsterblich sind? Ohne Witz jetzt? Gibt's doch gar nicht. Meine Güte, ich krieg zwar echt viel Munition hier auch von denen, aber ich habe das Gefühl, ich kann die wirklich nur kurz betäuben. Aber vielleicht sind die wirklich einfach auch noch nicht fertig, ne? Hallo, X-Buko X oder so. Bleibt mal schön liegen, bitte einfach, okay? Nein! Was stehen die auch noch alle gleichzeitig auf? It's empty. Nur Reports. Nichts, was mir jetzt hilft. Okay, da schreibt es von irgendjemand, der einen Namen hatte. Nur Reports. Nur Reports. Auch nur Reports. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Das ist halt an so einem unfertigen Spiel auch ein bisschen doof, ne? Dass ungefähr gefühlt 3/4 der Räume noch überhaupt keine Funktion haben. Das ist auch doof. Ohne das X konnte ich den Namen nicht machen. Buko. Okay. War der schon vergeben? Oder ist Buko irgendwas Schlimmes in irgendeiner Sprache? Warum sind da draußen schon wieder 100 Zombies? Ach, weil die jetzt alle da unten durchkriechen. Oh Gott, und da kommen mir auch einen entgegen. Und alles umsonst. Kann ich Aufzug fahren? Ich gehe mal nochmal, wisst ihr was? Das ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt gehen wir nochmal ganz nach oben und gehen zurück zu Irons. Weil Marvin ist ja jetzt auch zu Irons gegangen. Und vielleicht treffe ich die beiden und es gibt eine neue Cutscene und dann, na, ergibt sich vielleicht was. Ja, es ist irre, was die aushalten. Also, ich werde nicht mehr auf die schießen, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt, glaube ich. Ach ja, genau. Vögel haben wir auch noch. Ob die auch so viel aushalten, ich will es gar nicht testen. Wahrscheinlich bestehen die nur noch aus Blei, aber fliegen immer noch durch die Gegend. So wie ich das Spiel aktuell einschätze. Ist das das Büro? Briefing Room, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Das hat Mr. Z, das den Kommentar hat der Automod gefressen auf Twitch. Aber es ist nicht schlimm, keine Sorge. Ich habe es gesehen, ich kann es nur gerade nicht freigeben. Na gut, ich will die auch gar nicht hier beim Essen stören. Ein großer Tisch, ja, da stimme ich zu. Das ist wirklich, es sind sogar mehrere große Tische, wenn man es genau nimmt. Und ich kann, guck mal, Lian ist winzig. Er sieht aus wie ein Hobbit jetzt. So ein kleiner Gnom. Riesenglas, das geht ihm bis zu den Knien. Wow. Na gut, dann gehen wir mit Mini-Leon wieder. Ich glaube, der Briefing Room hat auch noch keinen Zweck für uns. Das sieht irgendwie voll aus wie das Zeichen von Nod, oder? Aus Command & Conquer. Die hatten doch auch so einen Skorpion. Oder? Nee, eigentlich hatten die ein Dreieck, ne? Ich weiß nicht, wie ich auf... Hatten die auch einen Skorpion mal irgendwie? Keine Ahnung. Irons? Marvin wollte hier vorbeischauen. War der hier? I'll be fine. Just worry about yourself for now. Okay. Hier geht's also auch nicht weiter. Als Kind dachte ich immer, dass man in dem Zimmer Briefe liest. Verstehe ich nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Slinderex Wackthos. Ich weiß nicht genau, warum kein Alert kommt, aber vielen, vielen Dank für die Bits. Super nett von dir. Freut mich sehr. Okay. Also,
Von mir aus können wir jetzt auch einfach mal mit Elsa nochmal starten, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade von uns will. Wirklich nicht. Ich glaube, wir waren jetzt überall. Überall sind unsterbliche Gegner. Ich kann überhaupt nichts nehmen. Ich kann hier noch den Befehl nutzen. Jump 113 3 Floor Corridor. Aber ich glaube, der setzt uns nur in den Raum zurück, wo wir ohnehin sind, oder? Ja, ich verstehe. Ich glaube, das ist, falls man irgendwo hängen bleibt oder nicht weiterkommt, dann kann man sich quasi wieder zurücksetzen. Alles klar. Nord haben den Skorpionschwanz. Ah, und die GDI den Adler. Na, dann stimmt schon. Soll ich noch mal ein bisschen rumlaufen? Was sagt denn ihr? Macht mal eine 1 in den Chat, wenn ich neu starten soll mit Elsa. Oder eine 2 in den Chat, wenn ich noch einfach mit Leon ein bisschen rumlaufen soll. Und gucken soll, ob ich nicht doch noch irgendwas finde. Und dann gucken wir mal. Sind das Reflexionen? Ja, ich glaube schon. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Was ist das für ein Resident Evil? Das ist Resident Evil 1.5. Das ist quasi der unveröffentlichte Prototyp von Resident Evil 2, der nie erschienen ist und auch, wie man sieht, sehr unfertig ist. In dem Fall dürft ihr, also wenn ihr das Spiel kennt, wenn ihr 1.5 kennt, dann könnt ihr mir jetzt gerne auch einen Tipp geben, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Der Chat wirkt eh unentschlossen. Ich sehe mehr Einsen als Zweien, aber schon auch Zweien. Also wenn wir hier Leute haben, die wissen, wo es lang geht, dann sagt mir gerne jetzt Bescheid, wo ich hin muss und was ich tun muss. Ich meine, wahrscheinlich brauche ich die blaue Schlüsselkarte, ne? Aber ich habe halt keine Ahnung, wo. Hier gibt es nicht wirklich, wie es weitergeht. Wird das auf YouTube später hochgeladen? Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf dem Let's Play-Kanal. Also man kann die Stream-Aufzeichnung sowieso auch nochmal auf dem Haupt-YouTube-Kanal dann einfach gucken, weil die bleiben da. Aber ich werde das auch nochmal ein bisschen zurechtschneiden und hübsch machen und auf den Let's Play-Kanal hochladen. Als lange Folge quasi. Du musst wieder nach unten in den Flur. Nach unten. Okay, dann gehen wir mal in das unterste Stockwerk. Du müsstest noch in andere Räume teleportieren. Ah, tatsächlich. Ich kann hier durchschalten, wo ich mich hin teleportieren will. Okay, das ist auch interessant, ne? Dann könnten wir uns auch mal gegen Ende vielleicht ein bisschen einfach mal umschauen. Einfach mal gucken, was wir machen wollen. Hey, Trev. Hallo. Okay. Schauen wir mal, wie wir wieder ins Treppenhaus kommen. Ich weiß nicht mal mehr, wie wir ins Treppenhaus kommen. Nein. Da wollen wir nicht hin. Ach so, und da brauche ich die blaue Schlüsselkarte dafür, genau. Ich glaube, hier war schon richtig, ne, der Krähenraum. Krähen waren schon immer nutzlose Gegner. Ich glaube, es ist noch nie in der Geschichte von Resident Evil jemand an Krähen gestorben. Außer Forest. Oder so. Ich meine, in real life sind Krähen super, aber als Resident Evil Monster eher so zweit- bis drittklasse, würde ich sagen. Dem bin ich gut reingelaufen, damit hat er nicht gerechnet. Oh, wir sind in Danger. Okay, wir sind jetzt hier unten im Rouladen. Im Rouladenland. Wohin jetzt? Wahrscheinlich doch irgendwas in dem Raum mit dem 100 toten Zombies. Elsa kommt noch. Definitiv starten wir nochmal mit Elsa. Im Erdgeschoss müsste die Karte... Oh Gott, ist der schnell! Im Erdgeschoss müsste die Karte... Guckt euch mal an, wie schnell die sind. Guckt euch den mal an. Was ist denn mit dem jetzt?
Meine Güte, der geht ab. What? Warum seid ihr so unglaubliche Turbo-Zombies? Ich kann nicht mehr. Dass hier Name genannt wird, ist schon verdächtig an dem Schreibtisch, ne? Aber ich finde auch nichts Besonderes. Der Raum geht noch weiter. Der hier. Was? Das ist für mich nicht ersichtlich. Ich glaube, ich bin gleich tot. Oder meinst du den Raum, den Flur draußen? Hinter dem Raumtrenner. Aber wie komme ich denn da durch? Wartet mal. Jetzt machen wir einfach mal was. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal an einen anderen Ort. Und dann starten wir mit Elsa nochmal. Ich sehe schon, Elsa ist Elsa. Oh, yeah, wir sind weitergekommen. Nanu, wie haben wir denn das geschafft? Nice. Ich schätze mal, durch das Teleportieren kann man sich halt auch sehr krass in Sackgassen verlaufen. Warte mal. Was? Wie? Ich befürchte, ich bin wieder zurückgegangen, wo wir auch schon mal waren. Kann ich auch wieder zurück ins Hauptmenü springen? Interessant, was es da alles gibt. Und lustig, dass Leon die ganze Zeit Pirouetten drückt, während ich da durchgehe. Springen wir nochmal irgendwo hin. Einfach geradeaus laufen hat leider nicht funktioniert gerade. Bei dem Rouladentor. Du musst Marvins Schreibtisch diesmal 50 Mal untersuchen. Ja, wahrscheinlich. Na gut, ich gehe nochmal runter. Ich laufe nochmal gegen das Rouladentor. Und dann gucken wir mal. Dann starten wir mit Elsa. Ich muss gucken, wie ich wieder ins Hauptmenü komme. Aber zur Not starten wir einfach ganz neu. Leons Treppensteig-Animation war schon immer lustig. Auch schon in 1.5. Nee, also hier kommen wir nicht weiter. Einfach geradeaus laufen, direkt bei der Eingangstür, hinter dem Raumtrenner. Ach, guck. Crazy. Habe ich wirklich nicht gesehen. Hi, Val. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das 1.5 gruseliger als das echte zweite. Ja, ich habe auch schon gesagt, ne, das fühlt sich, ich glaube auch dadurch, dass die Zombies so super gefährlich sind, fühlt sich das einfach ein bisschen... Oh, ich bin tot. Fühlt sich das ein bisschen düsterer an. Ich habe auch das Gefühl. Es ist aber auch, die Hintergründe sind auch düsterer und so. Es ist bedrückend, ja, finde ich auch. Na gut, jetzt will ich doch noch mal kurz in den Raum da unten gucken und wissen, das sah so aus, als läge da die blaue Schlüsselkarte. Aber ich habe sie leider nicht aufheben können. Das liegt an der Musik und den Creepy-Zombie-Geräuschen, das kann auch sein. Da kommt viel zusammen wahrscheinlich. Oh, da liegt ja ein Motorrad. Startet etwa Elsa hier? Crashed it through the front gate. Ah. Elsa ist ja professionelle Motorradfahrerin, die nach Raccoon City gekommen ist, um zu studieren. Das würde natürlich passen. Okay, gut. Starten wir mit Elsa. Leon. Niemand mag dich. Geh weg. Okay, ich muss, glaube ich, mal kurz die Emulation beenden und neu starten. Geht ja zum Glück anscheinend problemlos.
sagte er und der Bildschirm wurde schwarz. Okay, gut. Hallo? Okay. Jetzt noch Alt F4 und dann kann es losgehen. Alt Entern meine ich. Okay. Also, es ist zum Glück nichts abgestürzt. Zumindest bei mir nicht. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich hoffe, ich bin noch live. Es war kurz alles schwarz. Moment mal, das Intro haben wir gar nicht gesehen beim letzten Mal, aber das ist doch das Resident Evil 2 Intro. Elsa wurde extra für Resident Evil 2 spielbarer Charakter erfunden und dann durch Claire ersetzt, ganz genau. Es gibt ja sogar im Remake von Resident Evil 2 als Bonus-Outfit für Claire den Elsa-Rennfahrer-Anzug, Motorrad-Outfit, was ich ein ziemlich nettes Easter Egg finde. Wie Nostalgie und so Insider-Fandom funktioniert, das hat Capcom definitiv drauf. Eigentlich eine Mischung aus dem zweiten und dritten Intro, okay. Du bist im falschen Spiel. Ja, ich habe es am Anfang, ich habe es wirklich kurz gedacht. Ich habe danach wirklich so, hä? Ich habe überhaupt keinen Resident Evil 2 Emulator auf der PlayStation oder keine ROM, meine ich. Was ist denn jetzt los? Okay, dann spielen wir mit Elsa Walker. 1,69, Alter 19, 52,4 Kilogramm, Blutgruppe 0. Let's go. Hallo Marin. Ach so, gibt's ein extra Cheat-Menü im Spiel, im Inventar? Das schauen wir uns mal an. Do you remember? Das kennen wir schon. Das schauen wir uns nicht nochmal an, oder? Nee, machen wir nicht nochmal. Das hatten wir schon mal. Aber ich kann es nicht überspringen. Na gut, dann machen wir es nochmal. Aber mit einer anderen Stimme. Hallo. We remember how they came back with stories of zombies and monsters and a few people believed them. We remember how the RPD launched an immediate investigation of Umbrella. Ganz Knopf. Hallo? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erinnern uns, wie die Stars-Mitglieder auf andere Einsätze geschickt wurden, damit sie nicht mehr über den Fall in den Arc der Mountains reden. Und wir erinnern uns außerdem an Umbrella, die letztendlich downgeschattet wurden, um alles zu vertuschen. Und das Ganze war tot und begraben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. 2 Monate später begann der echte Albtraum. Okay, sie haben sich im Polizeirevier verbarrikadiert. Ich bin 164 mit 65 Kilogramm. 164 Meter, das ist schon groß. Dann klingt aber 65 Kilo ungesund untergewichtig, finde ich, auf 164 Meter Körpergröße. Da fehlt bestimmt eine saugeile Render-Cutscene, die hierher geführt hat, ne? That was close. Hey, is anyone here? Ah ja, wie ich mir gedacht habe. Guck, Elsa startet wirklich hier unten. Und hier liegt ihr Moped. Nein, warte mal. Wo ist ihr Moped? Das Moped ist weg. Da ist das Moped. Seems like the crash broke the axle. Poor thing. Armes Ding. Schön, dass sie auch einen eigenen Satz hat. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, sie redet genau wie Leon einfach drüber. Ist mir schon klar, dass nicht Meter sind. Ansonsten wärst du Godzilla oder so. Heilung.
frage mich, inwiefern sich jetzt auch, ich habe tatsächlich so ein bisschen in Videos und Screenshots auch Story-Elemente gesehen. Also haben wir ja jetzt auch mit Leon schon gesehen, ne? Die treffen wirklich auch unterschiedliche NPCs. Elsa hier kann ja auch einen, hat sie eigentlich von Haus aus Bewaffnung? Nee, hat sie tatsächlich nicht. Naja. Okay. Wir haben 0 Munition Messer. Und ich kann hier... Ach doch, der Switch-Knopf. Trigger ist mal ein bisschen verschoben. Elsa ist wie Chris. Oh, na wunderbar. Na wunderbar. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht mit ihr angefangen. Ob sie Chemikalien mischen kann? Ja. Hä? Warte mal, sie kann voll in den Keller. Waren wir hier mit Leon auch? War das mit Leon anders? Ist euch aufgefallen, dass die Schuhe nicht so laut sind wie im zweiten Teil? Nee, tatsächlich nicht. Müsste ich jetzt einen direkten Vergleich hören. Ob der Hut, der da hängt, Chill gehört? Es könnte schon sein, dass das auch ein Chill-Foto ist. Ja, ich habe was gefunden. Munition, immerhin. Wir haben noch keine Waffe, die Munition feuern kann. Aber vielleicht kann Elsa die sehr fest werfen. Das wäre auch gut. Wird auch schon reichen. Nee, warte mal. Ich glaube, das sind normale Polizeimützen, ne? Ich glaube, leider. Ja, das ist eine normale. Das ist kein Barett. Naja, dann wird es wahrscheinlich nicht Chill sein. Check die Leichen neben dir. Die da? Die hat nichts. Ah doch, jetzt hat sie was. Ich muss nur von vorne dran gehen. Er hat eine große Bisswunde am Hals. Sie hatte keine Chance auszuweichen. Die Waffe kann nützlich sein. Tut mir leid, ich muss sie mir ausleihen. Nimmst du die SIG P22-8? Yes. Ja, ich will. Hiermit erkläre ich euch zu Pistole und Person. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens eine Waffe. Aber wie wir bei Leon schon gelernt haben, ist die relativ nutzlos. Insofern weiß ich auch nicht genau. Aber gut. Gehen wir mal noch da hinten rein. Oh oh. Guck mal, der hat rote, leuchtende Augen, oder? Crazy. Bin ich hier oben jetzt zufällig? Guck mal, der guckt mich sogar an. Hallo. Ah, jetzt. Jetzt habe ich die KI getriggert. Hi, Miss Blackstar. Kommt der jetzt her oder ist der einfach weggegangen? Na, dann gehe ich halt mal runter. Aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Elsa, schnell, nutz deine Eiskräfte oder geh wieder auf den Container. Gut, ich schätze mal, hier oben sind wir wahrscheinlich unverwundbar. Könnt ihr schon kotzen oder sowas? Oh, einer hat sich gerade aufgelöst, sehr gut. Ich schätze mal, soweit funktioniert die KI noch nicht, oder? Die haben dem noch keine Animation gegeben. Ich teste jetzt mal an den beiden. Ich schieße jetzt alles, was wir haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir mit Leon jemals auch nur einen einzigen Zombie wirklich getötet haben. Und ich frage mich echt, ob die unsterblich sind. Okay, seid ihr jetzt tot? Nein, immer noch nicht tot. Meine Güte. Was ist denn mit euch? Wie viel HP wollt ihr haben? Zombies, ja. Ich glaube, der ist jetzt aber wirklich tot. Die sind anders umgefallen als sonst. Ja, wir haben sie getötet. Elsa, die Zombie-Slayerin. Sehr gut. Und wir haben noch ganze 10 Schuss. Das reicht wahrscheinlich für 0,8 weitere Zombies. Wenn überhaupt. Oh, da ist schon einer. Na wunderbar. Den kriegen wir nicht tot mit unseren 10 Schuss. Aber die haben immer noch eine Hitbox. Ja, Elsa, nicht schieben. Nicht schieben. Hochklettern. Ich schieße mal so lange auf den, bis er wenigstens mal umfällt.
damit wir einfach mal an dem vorbeikehren. Ich befürchte halt, ich muss die Kiste wahrscheinlich irgendwo hin. Oh nein, ja, come on! Und dann ist er auch noch so schnell. Was ist denn das? Und dann ist da nicht mal irgendwie Loot oder so. Schnell, nix wie weg hier. Oh, nimm das Messer. Ja, gut. Das wäre eine gute, eine ressourcensparende Idee auf jeden Fall gewesen. Das stimmt. Aber ich wollte es ja nur mal testen. Hätte ich eigentlich fast neu laden können, ne? Ach so, hier waren wir drin. Ja, okay, krass. Krass, wie viel die aushalten. Krass, wie zäh die sind. Und, ja. Krass. Ich frage mich, ob das wirklich auch vom Balancing so geplant war dann fürs fertige Spiel. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Okay, cool. Kann ich noch irgendwie speichern? Moment. Ah ja, Speichern hat noch funktioniert. Okay, und jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Gut, gut. Dann ist ja alles gut. Theoretisch müssen doch die Zombies gar nicht durch die Motorradkluft beißen können. Ich meine, wenn man jetzt wirklich lore-technisch rangehen will, dann haben Zombies schon eine stark verstärkte Muskulatur im Resident Evil-Universum. Und das betrifft sicher auch die Kiefer, kann ich mir vorstellen. Also die können schon stärker beißen, als so ein Mensch beißen kann. Und ich würde auch so menschliche Beißkraft nicht unterschätzen. Insofern wäre ich mir da nicht so sicher. Okay, dann versuche ich mal rauszufinden, wo ich vorher gleich nochmal lang gegangen bin, damit wir mal die Treppe nach unten benutzen können. Aber ich kann mich leider absolut nicht mehr erinnern. Was, hier? Nee, das sieht nicht so aus. Menschen können auch ordentlich beißen. Ja, eben, genau, ne? Glaube ich auch. Darf man nicht unterschätzen. Fleisch ist kein Problem. Ja, ich meine, so gehärtetes Leder, ne? So eine Lederkluft ist schon nochmal was anderes. Das schon war. Ich glaube, das schützt zumindest schon ziemlich gegen so Bisse. Hätte ich da mit Leon auch runtergehen können, frage ich mich jetzt. Habe ich die Tür nur übersehen? Wer weiß. Okay, ich glaube, hier will ich nicht bleiben. Na, das ist... Oh Gott, hey, das ist schon viel düsterer, ne, als das fertige zweite Spiel. Gleichzeitig sind die Zombies irgendwie schnell, was alles so ein bisschen actionlastiger macht. Aber die Locations und die Stimmung und die Musik ist schon alles irgendwie voll düster. Find schon, das ist fast wie so ein Dark Gritty Fan-Mod von Resident Evil oder sowas. Der menschliche Kiefer, hi Desert Railgun übrigens, der menschliche Kiefer kann bis zu 80 Kilogramm Beißkraft entwickeln. Ja, glaube ich. Wundert mich gar nicht. A card reader. You have to use the yellow key card. Die haben wir, befürchte ich, nicht. Gott, ich höre was. Maybe I could cut that wire. Soll ich ein Messer nehmen? Jetzt kombinieren wir erstmal die beiden. Equip. Also so auf jeden Fall nicht. Verstehe ich nicht. Naja, dann halt nicht. Immer eine gute Idee mit dem Stahlmesser in die Stromquelle. Ja, ich bin mir sicher, der Griff ist isoliert gut. Kein Problem.
Was mit einer Ritterrüstung? Die würde wahrscheinlich tatsächlich funktionieren. Das glaube ich auch. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Zombies echt Probleme hätten, durch eine Ritterrüstung zu beißen. Doch, ja. Ein Kettenhemd. Kettenhemd wird schon helfen. Ich glaube, das zwickt trotzdem ordentlich. Aber im Endeffekt bohren sie dir vielleicht dein Kettenhemd dann irgendwie, ne, so in die Haut. Ist auch nicht geil. Aber besser. Irgendwie passiert nichts. Ist das Rätsel nie fertig geworden oder muss ich vorher noch irgendwas anderes machen? Vielleicht. Ach so, beim Strom, na, da weiß ich. Okay, das ist aber definitiv ein nachträglich hinzugefügtes Easter Egg. Das war ziemlich sicher nicht so im Original. Insofern glaube ich auch, dass der Hookman nicht im Original war. Ich kann es verstehen, dass die Leute, die das Spiel rekonstruiert haben, da so ein bisschen ihren eigenen Fußabdruck hinterlassen haben. Aber ich muss schon sagen, ich finde es fast schade. Ich hätte lieber eine unverfälschtere Version von dem Spiel erhalten. Ne? So kann man sich halt jetzt wirklich nie sicher sein, was war Teil der Originalversion von Resident Evil 2 damals und was nicht. Und wie weit haben die sich eine kreative Freiheit herausgenommen? Das, macht es gerade ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Wäre cool, wenn Capcom einfach mal die alten Spiele, die es nie fertig geschafft haben, zur Verfügung stellen würde. So Open Source mäßig, ne? Wäre schon interessant. Ich würde auch so gern die Resident Evil 4 Hookman Demo mal spielen. Ne? So die Prototypen von Resident Evil 4 fände ich super spannend. Das würde mich total interessieren. Und wie viel davon schon fertig war und so, ne? Das wäre schon spannend. Tja. Gucken wir mal. Ah, guck mal. Hier funktioniert die Karte tatsächlich. Sehr cool. Moment mal, waren da ganz viele kleine Räume und Zellen oder so, in die ich hätte reingehen können? Muss ich jetzt nochmal schnell gucken. Ach so. Nee. Hä? Muss ich jetzt echt nochmal schnell gucken. Ich kann mir sogar vorstellen, dass manche Spiele, die wir gar nicht wissen, dass sie existieren, komplett fertig waren und dann einfach weggeschlossen worden oder vielleicht komplett gelöscht. Warte mal, dieser Raum existiert nicht. Außerhalb von Raum und Zeit bin ich jetzt gerade. Zumindest in früheren Zeiten gab es sowas wahrscheinlich wirklich öfter, dass Spiele sehr weit fortgeschritten waren. Damals hat man halt wirklich noch mit anderen Budgets einfach hantiert. Man hat ja heute so eher die Sunken Cost Fallacy, dass man sich denkt, ja, jetzt habe ich schon so viel Geld reingeworfen. Ah, ich verstehe. Jetzt muss das rauskommen, koste es, was es wolle. Und dann tun die sich oft selber keinen Gefallen damit. Ne? Vielleicht wäre es manchmal besser, das Geld einfach abzuschreiben, anstatt das auf Zwang irgendwie noch so zu releasen. Aber ja. Hallo, Frostkeule, freut mich. Doch, das Rätsel ist fertig, aber lösen kann man es nur durch Probieren. Man findet keine Hinweise dazu. Okay, also die Mechanik ist quasi fertig, aber das Rätsel ist quasi noch nicht fertig. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann gehen wir nochmal zurück und versuchen es mal. Ziel Fallout 76. Ja, so diese Service-Spiele, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich schon auch kritisch sehe. Aber No Man's Sky hat bewiesen, dass es funktioniert. Und ich glaube, das wollen jetzt viele nachmachen. Dass man einfach mal unfertige Spiele so auf den Markt wirft, weil man weiß, genau, der Shitstorm geht vorbei, wenn man nur weiter dran rumbastelt und es letztendlich gut macht. Das sehe ich kritisch, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum die großen AAA-Publisher nicht einfach das Konzept von Early Access aufgreifen. Im Indie-Bereich funktioniert es doch super. Da kommunizieren die ganz klar und sagen, hey Leute, guck mal, ihr könnt das Spiel jetzt schon kaufen, es ist noch nicht fertig, aber ich werde immer weiter dran arbeiten und am Schluss wird's awesome. Warum machen das nicht auch die großen
AAA-Studios einfach, ne? Warum? Weil genau das machen die ja. Das machen die ja. Die veröffentlichen unfertige Spiele, damit die dann mit dem Geld das Spiel fertig machen können. Und das ist ja grundsätzlich auch irgendwie legitim, denke ich. Aber warum kommunizieren die das nicht, sondern tun so, als ob man jetzt ein fertiges Spiel kaufen würde? Das verstehe ich nicht. Ich befürchte, da können wir ehrlich gesagt jetzt lang rumprobieren, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, wo an und wo aus ist. Irgendwann wird schon was passieren, denke ich. Die Nintendo 64-Version von Resident Evil Zero. Es gibt zumindest ein Resident Evil Zero Remake. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das irgendwie auf Originaldaten basiert oder ob die einfach nur rausgehauen haben. Also einfach nur neu gebaut haben. Nicht einfach nur rausgehauen, sondern ob die das neu gebaut haben oder ob die da wirklich alte Daten in die Hände bekommen haben. Das weiß ich nicht. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Die Lösung war an sich sehr simpel. Ja, gut. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann ja alles nochmal ausmachen. Ich glaube zumindest, dass das aus ist. Links, rechts. So hatte ich's schon, oder? Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Aber vielleicht war es genau verkehrt rum. Versuchen wir mal, jetzt pass auf, links, rechts. Vielleicht hatte ich rechts, links, ne? Das kann schon sein. Genau das war nämlich auch mein erster Gedanke. Okay, so funktioniert's nicht. So funktioniert's auch nicht. Ah, jetzt hat's funktioniert. Wie auch immer, aber alles gut. Hey Löffelkreis, hallo, schön, dass du mit dabei bist. Originalhintergründe, aber der Mod basiert auf OG Resident Evil 2. Ah, okay, interessant. Sind das nicht 1024 Möglichkeiten? So gut bin ich nicht in Mathe, aber ja, kann schon sein. Ich beim Resident Evil 2 Remake mache ich es immer noch so, witzigerweise, dass ich schnell rauslaufe. Dass ich einfach bei den Zahlenkombinationsschlössern einfach immer alle Kombinationen, die es gibt, durchprobiere, weil so viele sind es gar nicht. Ich kann mir außerdem merken, dass bei einem irgendwie der Code so ähnlich ist wie Devil May Cry, nur nicht Devil May Cry. Ich glaube, nicht DMC, sondern CMD oder irgendwie sowas. Und noch irgendein anderes Easter Egg, das mir gerade nicht einfällt. Aber ansonsten gibt's da, ich glaube, da gibt es immer nur drei hoch drei Möglichkeiten oder sowas. Also das ist gar nicht so wild. Schnell rauslaufen ist immer eine gute Idee, auf jeden Fall. DCM war es, ja genau. Moment mal, wo war denn... Ich war doch irgendwo in einem Raum, wo es so dunkel war und wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, da gehen wir jetzt nicht rein. Jetzt wäre es hell. War der doch ein Stockwerk höher anscheinend. Naja, dann gehen wir nochmal hoch. Ich sollte mal wieder speichern. Ne? Ich vergesse immer, dass das Spiel hart ist, erstens, und zweitens keine Schreibmaschine hat. Hi, Dragon. Ich hätte jetzt gern mal eine krasse Waffe. Wenn wir das Spiel jetzt vielleicht mal einen Granatenwerfer oder eine Gatling Gun oder so geben könnte, das wäre nett. Das wäre ganz lieb. Das würde mir gefallen. Irgendwer meinte doch vorher, man kann sich Items irgendwie ins Inventar cheaten. Würde ich tatsächlich gerne mal testen. Dumme Frage, wo kann man das spielen? Das kann man als PlayStation 1 ROM sich besorgen. Genau, oder Barrys Waffe gegen Lebendes, das wäre schon nützlich. Oh, the road is blocked. The road is blocked? Naja, and the knob is broken. Gleich das nächste Schalterrätsel, ne? Ab
panel to control the cells of the dogs. Oh Gott, it does not work. Hunde, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich jetzt Bock drauf. Raccoon Police wins the award for the best canine unit in the Midwest. Na wunderbar. Klettern wir mal da durch den Lüftungsschacht. Oder auch nicht. Gehen wir mal in die kleine Zelle hier. Aha. Oh, die Beretta. Moment, wir haben schon eine Pistole. Was will ich denn mit noch einer Pistole? Oh oh, irgendwas ist passiert. Bin mir nicht sicher, was. Das ist gar keine Tür, das ist ein Schrank. Oh Mann. Granatenwerfer gibt's. Lässt aber das Spiel abstürzen. Hm, das ist schlecht. Shotgun, Magnum und die meisten Pistolen funktionieren. Handgranaten kann man werfen, sind aber sehr eigenwillig in der Anwendung. Einfach Hundeleckerli nehmen. Ja, das wäre gut. Wow, warte mal, ich höre was. Ich sollte hier nicht stehen bleiben. Aber was hör... Warum sind hier jetzt auch Hunde? Wie bist du da rausgekommen, Hund? Was ist denn los? Wo bin ich überhaupt? Hä? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Genau, über den PlayStation 1 Emulator kann man das spielen. Oh, ich bin auf der Shooting Range. Wenn es hier mal nicht eine Waffe für mich gibt. Scheinbar nicht. Aber guck mal, das ist lustig, ne? Die Shooting Range gibt es im Remake von Resident Evil 2 auch, aber nicht im Original. There's a switch in here. Push it. Huh. Okay. Das Spiel ist für meinen Geschmack zu schwer. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es erstens schwer und zweitens sehr verwirrend. Und also gerade bin ich eher nicht so der Fan. Ich finde es so Videospiel-archäologisch voll interessant und spannend. Aber so richtig Bock macht es mir jetzt nicht gerade, muss ich sagen. Also keine Ahnung. Genau, deswegen spiel's ich für euch und ihr müsst's nicht selber tun. Ich spiel's, damit's ihr nicht machen müsst. Genau so ist es. Genau, das hätte mal Resident Evil 2 werden sollen, das Ganze. Das ist quasi ein nicht veröffentlichter Prototyp. Das war sogar schon ziemlich fertig. Also da werden immer so Zahlen, so 80% durch den Raum geworfen. Zu 80% soll das wohl schon fertig gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber okay. Kommt mir ehrlich gesagt noch sehr unfertig vor teilweise. Aber mein Gott. Und was wollte ich sagen? Genau, und dann hat aber Shinji Mikami gesagt, ey Leute, irgendwie geht das in eine blöde Richtung, ich mag das gerade gar nicht. Oh, ich weiß nicht wie, aber wir sind weitergekommen. Hey, what are you doing in a place like this? You got trapped in there, right? What's your name? Sherry. Sherry, huh? That's a cute name. I'm Elsa. Elsa? Elsa. That's right. That's okay, nice. Sherry, listen up. Dankeschön, Slaterex Wackthos für 300 Bits. Dankeschön. Oh, Schrotflintenmunition. Gib sie mir, Sherry. Sherry, Mensch. Gib mir doch jetzt mal die Munition und eine passende Schrotflinte dazu bitte auch gleich. Die Stimme ist so der Hammer. Ab jetzt bitte immer. Nee, die müssen wir uns gut einteilen. Sonst nutzt es sich ab. Hast du das schon mal durchgespielt? Ich spiele das zum ersten Mal heute. Ich bin genauso unvorbereitet wie ihr. Oh, oh. Schon wieder superschnelle Turbo-Zombies, die da rumliegen. Ich finde, das Balancing in dem Spiel ist bis jetzt zumindest auch nicht vorhanden quasi, ne? Also da, es gibt quasi keine Munition, keine Heilung. Die Zombies halten unendlich viel aus, sind basically unsterblich und super schnell. Die Räume sind so gut wie leer.
Also, ich finde das schon noch sehr unfertig, das Ganze. Ich habe das Gefühl, 90% des Spiels erfüllt eigentlich noch gar keinen Zweck in dem Bild, das wir hier haben. Aha, ich bin wieder mal außerhalb der Existenz. Das ist doof. Items. Equip. So. Ich muss auch immer an dieses schreckliche Lied denken. Danke, Löffelkreis, für den einzelnen Bit. Ich muss auch immer an dieses schreckliche Lied denken bei Sherry. Das ist der Fluch der Sozialisierung in den deutschen 80er, 90er Jahren. Vielleicht ist die neue Pistole besser. Ich hab's mir auch gedacht, ne? Gucken wir mal. Kann ich das hier durchschneiden? Das sieht ein bisschen sehr robust aus, ne? Das sieht nicht so aus, als könnten wir das einfach durchcutten. You can't use it here. Na gut. Dann weiß ich es auch nicht. Sherry? Dann weiß ich jetzt auch nicht. Der offizielle Build von Capcom war bei 80%. Allerdings basiert dieser MZD-Build auf einer deutlich früheren Version. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Da wäre es wirklich nice, den letzteren Capcom-Build zu sehen. Ab zum Stromkasten. Aha. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo der war, aber das ist eine sehr gute Idee. Das war leider nicht der Stromkasten. War der eine Etage höher, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? Ja, ich gehe schon, Hunde. Ah. Ach, die schießt Salben, die Waffe. Ach so, nee, warte mal, die war ganz unten. Wir sind ja jetzt... Okay, alles klar. Ich habe da irgendwie auf YouTube mal kurz so Longplays mir gesucht und habe gesehen, dass die alle irgendwie nur 1,5 Stunden dauern. Und habe mir gedacht, ach guck, dann können wir das ja vielleicht in einem Stream sogar gemütlich durchspielen. Überhaupt kein Stress. Aber ich habe nicht mit eingerechnet, dass die das gespielt haben, irgendwie ansatzweise wenigstens wussten, wo sie hin müssen. Im Gegensatz zu mir. Das macht schon einen großen Unterschied. Aha! Was zur Hölle ist das jetzt? Hä? Ich hab irgendwie... Guck mal, das ist ein dreidimensionaler Würfel, den ich da rumschiebe. Das ist ja weird. Ah, ich hab was gemacht. You use the Sprinzeldinzel. Gut, dann haben wir jetzt hier die magischen Triplets. Die drolligen Drillinge. Oh, könnt ihr nicht vielleicht alle ein bisschen synchroner gehen? Ich sehe eine Lücke, ne? Aber die erwischen mich, wenn ich da versuche durchzugehen. Okay, wartet mal. Dammit, das funktioniert absolut nicht. Nein! Die haben mich in der Todeskombo. Leute, ich habe so lange nicht mehr gespeichert. Haut jetzt ab hier. Ohne Witz. Das geht überhaupt nicht. Ich bin noch auf Caution. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen ohne Munition und Waffen? Ich kann die nicht mal wie im zweiten Teil, so wie es released wurde, alle wegschubsen. Oh Gott. Ich mag das Spiel nicht so gerne. Ich habe wirklich ewig. Aber ich wenigstens, ne? Oh Gott, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ich wollte gerade sagen, immerhin habe ich eh noch nicht viel geschafft seitdem. Insofern ist es fast schon wieder wurscht. Aber ja, es ist ein bisschen frustrierend jetzt. Wir haben keine Sherry getroffen, noch nicht, ne? Wir haben die Zange noch nicht. Oh Gott. Ich sollte öfter F1 drücken, verdammt. Oh Gott. Moment mal, Strom haben wir doch schon wieder hergestellt anscheinend. Sonst wären hier keine lebenden Stinkies. Okay. Das haben wir zumindest scheinbar gemacht. Dann ist es halb so schlimm.
Da muss ich im Grunde nur zum Hundezwinger nochmal. Nam, nam, nam. Übrigens, Leute, ihr seht oben im Eck. Holy! Macht sehr, sehr köstliche Eistees und Energy Drinks. Ich kriege jetzt bald auch morgen, glaube ich, eine Lieferung mit den neuen Hydration-Getränken von Holy. Ich bin wirklich sehr überzeugt von vor allem den Eistees. Ich bin ein Riesenfan, weil das einfach wirklich leckere Eistees sind, die halt einfach kein Müll erzeugen. Man muss keine Kasten schleppen. Man kann sich die einfach daheim mit Wasser anmischen. Das finde ich super praktisch und super cool. Ich mag das Konzept wirklich und ich mag die Eistees wirklich. Und ich freue mich echt schon auf morgen, auf die neuen Sorten, die ich da kriege. Und wenn ihr da auch Interesse habt, dann könnt ihr mit dem Code LSBR 5 Euro für eure erste Bestellung mit LSBR 10 10% auf alle eure Bestellungen sparen. Und ich kann es wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Ich weiß schon, ihr glaubt, ich sage das nur, weil ich Werbung für die mache. Und ich mache ja auch Werbung für die, ganz bewusst. Aber ich mache halt auch Werbung für die, weil ich die wirklich geil finde. Ich habe morgen Geburtstag. Dann darf man vorzeitig gratulieren oder bringt das Unglück? Ich kenne mich da nicht aus. Wegen dir bin ich holy abhängig. Ist aber echt lecker. Ich habe mir auch wirklich ein Limit gesetzt. Ich trinke nur maximal 1 Liter Holy am Tag. Ich weiß, das klingt wie voll viel und so, wenn ich das so sage. Aber ich könnte mir das wirklich eimerweise reinschütten, das Zeug. Und damit es einfach ein bisschen länger hält, habe ich mich da ein bisschen beschränkt. War irgendwas am Schießstand eigentlich? Nix, ne? Da war wirklich gar nichts. Ich speichere mal, dass wir die Zange haben. Ich habe gefühlt 1000 Unverträglichkeiten, ist mir zu heikel. Ja, da müsstest du dir mal die Zutatenliste genauer angucken, das weiß ich natürlich auch nicht. Holy ist zuckerfrei und vegan und so, aber was da genau drin ist, das weiß ich nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch von Produktreihe zu Produktreihe und von Geschmacksrichtung zu Geschmacksrichtung nochmal unterscheiden. Die Holy Hydration ist mega lecker, habe ich letzte Woche White Peach bestellt. Ah, nice, da bin ich schon echt gespannt drauf, habe ich noch gar nicht hier. Dauert immer ein bisschen länger oft mit der Lieferung bei mir, seit ich hier so ländlich wohne. Und die neue Energy Drink Geschmackssorte, wie heißt sie gleich nochmal? Cherry Cheetah, genau, die kriege ich auch morgen. Und mein All-Time-Favorite ist Matcha Minz. Das finde ich wirklich so lecker. Ich habe jetzt hier Apfel-Green-Tea drin, das ist auch sehr gut, das mag ich auch gerne. Aber Matcha Minz ist wirklich mein absoluter Favorite. Super gut. Welche Süßstoffe? Da bin ich mir leider nicht sicher, aber ich bin mir ganz sicher, dass du das rausfindest auf deren Seite. Also das findest du bestimmt raus. Aber welcher da genau drin ist, kann ich dir nicht sagen. Doch am Schießstand musst du die zweite und vierte Scheibe. Ach. Ey, das ist aber wirklich aktuell einfach in einem Zustand, wo man es mit Guide spielen sollte. Ne? Ich habe mir gedacht, ich stürze mich da einfach mal blind rein, so ein bisschen das Erlebnis. Aber ich glaube, das war doof von mir. Ich hätte mir sowas angucken müssen, weil halt viele Rätsel offensichtlich noch nicht fertig sind. Man kriegt halt im Spiel keine Hinweise, wie man die lösen kann und so weiter. Deswegen, ja. Moment mal, ich habe die Zange noch gar nicht. Ich habe nur die Pistole. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich muss mich wieder mehr auf das Spiel konzentrieren. Hallo, V, kannst du mir 1000 Euro schicken? Das ist überhaupt kein Problem. Du müsstest mir nur eine vorübergehende Verwaltungsgebühr von 2000 Euro schicken. Und dann kann ich dir innerhalb von 48 Stunden die 1000 Euro schicken, die du haben wolltest. Das können wir gerne machen. Easy. Also 2000 Euro und Mehrwertsteuer brauche ich natürlich von dir, das ist klar.
Hallo, Rustmaster. Es geht auch ohne Guide, hab's ohne durchgespielt, aber bringt Zeit und viel Geduld mit. Ja gut, das stimmt. Man kann auch einfach alles ewig lang rumprobieren, das stimmt. Du warst noch nicht bei Cherry. Ach, bei Cherry, das stimmt. Aber hey, ich weiß, ich kenne mich doch hier nicht aus. Ich gehe jetzt einfach nochmal alle Räume ab, dann finden wir schon was. Ja, klar. Revelations 1 und 2 und alle anderen gucken wir uns auch an. Auf jeden Fall. Ich meine immer, das ist eine Tür. The Unknown Streamerin ist jetzt ein Bird Rider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Okay, ich hätte hier einfach nicht reingehen sollen. Ich lade nochmal schnell. Vielen Dank, The Unknown Streamer On, für dein Abo. Freut mich sehr. Dankeschön, dass du mit dabei bist. Super nett von dir. Hey, da wir noch länger Resident Evil 2 spielen werden und wir schon alle Ziele erreicht haben, überlege ich, ob wir noch ein weiteres Bonusziel einführen. Ich hätte nämlich super viele Ideen für Resident Evil 2 thematische Bonusziele noch, theoretisch. Ich habe mir nur gedacht, zeitlich schaffen wir das nicht. Aber vielleicht machen wir da noch was. Überlege ich mir bis nächsten Dienstag. Gucken wir mal. So, jetzt muss ich noch mal kurz alle Türen abgehen. Die Texte sind so lang. Puh. Finde dein Content einfach mega geil. Mehr als das kann ich nicht zurückgeben. Hey, vielen Dank. Super cool von dir. Freut mich wirklich. Hi, der Drachenkaiser. Sehr cool, liebe deine Videos. Hast eine schön beruhigende Stimme. Dankeschön. Und das Ganze über ein Bitcoin-Konto, genau. Genau. Für 2000 Euro. Ja, nein, ist noch besserer Deal, VVV. Du gibst mir einfach nur 500 Euro. Easy. Und ich überweise dir dafür quasi Birdcoins im Wert von über 1000 Euro. Du verdoppelst dein Geld dadurch. Das ist gut. Die neue Landsquid Bird Rider Kryptowährung. Okay, hier müssen wir auch nicht mehr ran. Hey, ich finde Cherry nicht mehr. Es ist klar, welches Spielvorschlag ist ich da hätte. Trollface. Wegen Trollface wurde der Kommentar nicht angezeigt, Vampire Girl. Ich muss vielleicht den Automod ein bisschen reduzieren wieder auf Twitch. Dass man nicht mal Emojis posten darf, weil die zensiert werden, ist lustig eigentlich schon fast. Was ist das für ein Icon mit dem PP? Mit dem PP. Icon mit dem PP. Ich weiß nicht genau. Weiß ich nicht genau. Wie ist der Kurswechsel? Den denke ich mir einfach spontan aus. Das ist das Gute an den Birdcoins. So wie ich gerade will, ist der Wechselkurs. Und ich sage, der ist sehr, sehr gut. Ihr könnt allerdings damit natürlich jetzt erstmal vorübergehend nur im Landsquid Bird Rider Shop einkaufen, ist eh ganz klar. Aber bald wird die Währung dann auch auf Amazon und überall an allen Online-Märkten verfügbar sein. Aber aktuell könnt ihr nur im Bird Shop NFTs kaufen, natürlich dafür. Ja, ich kann es mir vorstellen. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich muss mich jetzt mal kurz sortieren neu. Wir müssen jetzt nochmal systematisch alle Räume abgehen, weil ich einfach keine Ahnung habe, was zur Hölle los ist und wo ich bin und wo ich hin muss. Ich gehe jetzt mal in diesen Raum hier als erstes. So. Da ist was mit deiner Stream-ID und Streamlabs. I don't know. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ich weiß es nicht. Aber gut, jetzt machen wir mal den zweiten und den vierten nach vorne. Und dann schauen wir, ob was passiert.
Diddle-diddle-diddle-dim. Nein! Warum kommt da... Was ist das? Warum ist da ein Hundeslot-Automat eingebaut? Hey! The Red Card. Dankeschön. Hundis, ich müsste mich bitte kurz rauslassen. Aber in Resident Evil, also in Resident Evil 1.5 macht es tatsächlich wieder ein bisschen mehr Sinn, muss man ganz ehrlich sagen, warum in Raccoon City nur Dobermänner zombifiziert sind. Weil wir sind hier die ganze Zeit nur im Polizeirevier und hier im Polizeirevier gibt es nur Dobermänner, weil die halt die preisgekrönten Raccoon City Polizeihunde waren, wie wir vorher schon lesen durften, ne? Das ist eigentlich ganz cool, muss ich schon sagen. Da hat Resident Evil 2, wie es rausgekommen ist, tatsächlich keine Erklärung dafür, warum jetzt in Raccoon City plötzlich nur Dobermänner unterwegs sind, auch auf den Straßen der Stadt und so weiter. Hundis, ein miserabler Tod, er heilt irgendwas. Die Nummer 5632. Okay. Fang die Elsa, ein tolles Spiel. Für die Hunde, ja, stimmt. Hey, guck mal, wir haben die Zange gefunden. Yes, und Sherry. Ich lese nicht nochmal vor, oder? Hey, what are you doing in a place like this? Und so weiter. Ihr wisst, wie es weitergeht. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Ja, wir spielen auch noch Resident Evil 2 Claire B, auf jeden Fall. Und ich denke, ja, ich bin mir sogar sicher, wir spielen, guck, habt ihr es gehört, da ist ganz kurz wieder der Bayer in mir durchgekommen. Ich bin mir sicher, wir spielen auch noch Claire A, Leon B, aber im Arranged-Modus. Das heißt, wir haben von Anfang an irgendwie eine Gatling mit unendlich Munition und Raketenwerfer und so. Das wird dann eher ein bisschen spaßig und da sind wir schnell durch, aber möchte ich mir auch noch geben. So als Belohnung dafür, dass wir es erstmal richtig durchgespielt haben. Ja. Machen wir dann nochmal einen verrückten Overpowered Run mit Claire A, Leon B, dass wir da auch alles gesehen haben. Ich bin mir allerdings echt nicht sicher, ob wir im Remake auch viermal durchspielen quasi, A, B, A, B, weil das Remake ist, da sind A und B so ähnlich, ne, dass ich da eher, weiß ich nicht, keinen Mehrwert sehe, glaube ich. Muss ich mir nochmal genau angucken, was da die Unterschiede sind im Remake zwischen Leon A, Claire B und andersrum. Aber ich glaube, die sind nicht so groß wie im Original. Nein, geh weg. Marty-MC-Fly ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Taneros, Michael, hi, vielen Dank fürs Abo verschenken an Marty McFly. Super nett von dir. Die Hunde, die draußen rumlaufen, sind aus dem RPD rausgerannt. Könnte natürlich sein. Denk an Speichern, ich habe gerade gespeichert. Könnte natürlich sein. Aber gibt halt keine Erklärung dafür. Aus welchem Eck von Bayern kommst du? Ursprünglich komme ich aus Passau. Das ist quasi direkt an der österreichischen Grenze. Direkt gegenüber von Schärding. Und ja, daher kommt auch mein Dialekt. Mach weiter so, Resi Elvis. Verstehe ich nicht. Aber ja, mach ich. Wann kommt denn eigentlich der Mr. X, der Tyrant, beziehungsweise der Tyrant? Meinst du jetzt hier in dem Teil? Ich glaube, Mr. X gab es in 1.5 tatsächlich gar nicht. Der wurde erst im zweiten Teil halt dann dazugefügt. Und der kommt auch nur in Claire's Run dann. Da kommen wir dann noch hin. So, jetzt suchen wir mal nochmal das elektronische Schloss, wo auch immer das gewesen sein mag. Und ich speichere vorher nochmal und wir versuchen diesmal irgendwie an den drei vorbeizukommen, ohne dass wir aufgegessen werden. Das wird nicht leicht, aber gucken wir mal. Jetzt nehmen wir wieder unseren grauen 3D-Würfel und platzieren den auf den gelben Kabeln.
Sehr gut. You have used the Pliers. Pliers ist auch ein Wort, das habe ich noch nie gelesen, aber das ist scheinbar eine Kneifzange oder so, ne? Naja, Mr. X kommt allgemein im B-Run. Ja, okay. Okay. Hast du die Games auch als CT zu Hause? Als CT? CD meinst du? CD, ja. Ja, ich habe also 1.5 jetzt nicht, obviously. Ich glaube, das kann man theoretisch auch auf eine PlayStation-Disc brennen, ne? Aber das nicht. Aber ich habe alle Resident Evil-Teile für diverse Konsolen überall und ich glaube, ich werde hier einfach zu Tode gekomboed, wie es so oft ist in dem Spiel. Huh. Weirde Soundkulisse gerade. Ja, versuchen wir mal, die drei zu erschießen. Ich weiß es ja auch nicht, Leute. Es ist einfach krass hier. Das wird Pliers gesprochen. Okay. Kenne ich trotzdem nicht. Die sind einfach... Und da hinten ist noch ein Vierter. Ihr wollt mich doch verarschen. Was ist denn mit dem Spiel? Guckt euch das an. Okay, ich muss noch mal speichern, glaube ich, nachdem wir die durchgeschnitten haben mit unseren Pliers. So, jetzt speichern. You used the Pliers. Das ist Elsa. Das ist Elsa, nicht Claire. Obviously. Ganz unterschiedliche Personen. Nicht nur die Haarfarbe oder so. Das ist einfach... Als würde ich wirklich in die Luft schießen, oder? Fall doch um! Ich habe keine Munition mehr, aber er konnte mich irgendwie nicht beißen aus irgendeinem Grund. Sehr gut. So, dann müssen wir uns nur noch um den einen da vorne kümmern. Dessen KI ist irgendwie kaputt. Der steht in der stillen Ecke, der war wohl böse. Die anderen drei haben ihn weggeschickt. Viel zu viele Gegner und viel zu wenig Munition. Ach, guck, Schrotflintenmunition. Wenn wir jetzt noch eine Shotgun hätten, das wäre schon nice. Sollte ich schon eine Shotgun haben? Das kommt mir hier bekannt vor. Oh, ein MIDI-Disc-Player? Hä? Was will ich denn damit? Oh-oh. Gut, dann fliehe ich mal von dem einen Raum voller unsterblicher Zombies in den anderen Raum voller unsterblicher Zombies. Wenn die jetzt wieder alle vier im Flur stehen... was soll ich denn machen, bitte? Kann mir irgendjemand erklären, was ich hier an der Stelle machen soll? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, jetzt habe ich uns hier in eine Sackgasse gespielt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, warum sind die nicht bei Elsa geblieben? Also ich kann dir sagen, dass grundsätzlich ein Punkt, warum Shinji Mikami mit Resident Evil 1.5 nicht zufrieden war, war, dass sich das zu sehr... Also dass er hatte das Gefühl, es besteht keine Verbindung zwischen Resident Evil 1 und 2. Das war ihm alles zu getrennt voneinander und abgesehen von ein paar kleinen Bezügen gab es nichts und das fand er irgendwie nicht cool. Deswegen haben die tatsächlich auch einen neuen Autoren angestellt mit dem Ziel, die Spiele ein bisschen besser miteinander zu verknüpfen. Und da wurden sehr viele Sachen umgeschrieben, damit mehr Bezüge da sind. Und unter anderem wurde eben Elsa durch die Schwester von einer Figur aus dem Hauptspiel ersetzt, ne, so Verwandtschaftsgrad, um das halt einfach herzustellen. Hätte genauso gut Leon treffen können, aber die haben sich halt dazu entschieden, Elsa zu Claire zu machen. Ich meine, natürlich hätte sie auch einfach Elsa Redfield heißen können. Warum jetzt der Name geändert wurde, weiß ich auch nicht. Hey, ich gehe einfach ganz langsam hinterher und tue so, als wäre ich auch einer von den Vieren. Es scheint zu funktionieren. Ich speichere mal, weil jetzt ist eh schon wurscht. Als ich die Vision gespielt habe, habe ich alle Zombies erschossen. Die halten nur sehr viel aus. Aber mit welcher Munition denn, Albert Wesker LP? Mit welcher Munition hast du die erschossen?
Mist. Ich weiß wirklich nicht, wie wir hier vorbeikommen sollen. 3 Treffer und ich bin tot. Oder 4 in dem Fall. Ah. Eine brenzliche Lage, die wir hier haben. Ich kann Schrotpatronen auf den Boden legen und dann mit der Pistole draufschießen und dann macht's pfiu, wie so Sprengfallen oder sowas. Elsa, let's do it. Ich könnte... Ich habe einfach nur die Pistole gehabt. Ja, nee, klappt bei mir nicht ganz. Na gut, ich habe schon noch einen Plan C. Nee, die kombun mich hier nieder. Okay, gut. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns einfach mal hierhin. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hauptsache weg von hier. Okay, nice. Ah, oh, wir sind wieder im Hundekorridor. Ja, es ist slightly besser. Immerhin. Orientierungssinn würde auch ein bisschen helfen. Es nimmt kein Ende. Total cool, was du da machst. Gerade eben in der Situation und so weiter. Weiß ich nicht, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht. Aber ich sag mal danke. Gerade irre ich einfach nur von Raum zu Raum. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Überall Monster. Keine Munition. Komplett lost. Aber schön, dass ihr Spaß habt. Um Gottes Willen. Was macht. Also, jetzt guck mal, wir haben jetzt hier. Ist dort im Hundekorridor nicht die Karte für die rote Tür? Das könnte schon sein. Ich wollte jetzt gerade kurz ins Inventar gucken. Wir haben jetzt hier eine rote Karte als Schlüssel-Item. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und wir haben den Mini-Disc-Player, nicht MIDI. Den Mini-Disc-Player, aber wir haben keine Mini-Disc. Ist der Mini-Disc-Player ein GameCube? Ich drücke jetzt nochmal F1, um zu speichern. Beim Chief warst du noch nicht, oder? Nee, ich bin mit Eltern noch gar nicht ins Hauptgebäude hochgegangen. Das stimmt. Ja, dachte ich auch, die führt zur Waffenkammer. Oh, das klingt gut, Mr. Nonkonform. Waffenkammer klingt gut. Gucken wir mal, ob ich noch finde, wo... Das war's. Ja, use the red key card. Schnell. Oh, Mist. Wie war der Code, den wir in der Leiche gefunden haben? Kann sich noch irgendjemand erinnern? 5, 5, 6. 5, 6, 3, 2? Okay, versuchen wir. Oh Gott. 5, 6. Enter the third number. 3, 2. You opened. Ja, gut, rein mit uns. Nice. Danke, Mr. Nonkonform. Teamwork. Und James, auch an dich. Die Mini-Disclaimer brauchst du, um die stimmgesteuerte Tür zu öffnen. Okay. Springt jetzt gleich ein Licker hier durch. Licker gibt's ja gar nicht, aber Affen. Hä, wenn Zombies in dem Spiel schon so krass sind, will ich die Affen nicht treffen. Kann das zufällig sein, dass hier sehr viel Munition liegt? Ja. Oh nein, wir können nichts mehr tragen. Oh Gott. Aber ich glaube, wir können Sachen hier wahrscheinlich ablegen. Oh, okay. Ich drücke F1. Ich speichere mal. Wir müssen jetzt sehr genau unser Inventar managen. Wir müssen uns jetzt sehr genau überlegen, was wir hier mitnehmen. Wir haben theoretisch... Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben auch noch eine Rüstung. Das ist doch nice. Hätte ich die nicht nehmen dürfen? Doch.
Haben wir die jetzt an? Ja. Wir sehen ein bisschen anders aus, ne? Wir haben jetzt eine kugelsichere Weste an. Ne, warum sollte ich den unequippen? Hat der irgendeinen Nachteil? Ich muss die Munition im Inventar kombinieren. Ah, okay, danke für den Tipp. Das ist natürlich ausgezeichnet. Ich lade mal auch die Waffe hier nach. Wobei das in dem Fall, glaube ich, jetzt wurscht ist sogar. Aber warte, dann hebe ich jetzt erst die ganze Munition auf, die wir hier noch finden können. Ach so, Moment mal, liegt da dann MP-Munition? Oder was ist... Oder ist das Pistolenmunition hier? Ja, okay. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen auch umständlich, ne? Hm. Nein, Hilfe. Was? Nee, lieber nicht. Keine Ahnung. Kombinieren. So. Okay. Nein, nicht die Zange kombinieren. Und jetzt nehme ich aber mal das Maschinengewehr da hinten aus dem Schrank. Oder die Maschinenpistole, wie ich gestern gelernt habe. Will you take the Ingram M10? Yes. Verzeihung, Husten. Und jetzt haben wir halt keinen Platz mehr, um die... Ne, das war doof von mir. Ich hätte erst das nehmen sollen, aber hilft jetzt nichts. So, lass mich noch mal kurz gucken. Die braucht auch nur einen. Ach, die hat auch eine Prozentanzeige, wenn es um Munition geht. Ich dachte, vielleicht kann ich die mit 9mm Politur polieren. Aber anscheinend leider nicht. Trotzdem cool. Ich speichere das. Die MP benutzt die gleiche Munition wie die Pistole. Ach doch, obwohl da eine Prozentanzeige steht. Naja, gut. So, jetzt gucken wir mal. Oh, die ist riesig, oder? Meine Güte. Jetzt bin ich gespannt. Mit Body Armor und neue Maschinenpistole fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer. Ich speichere nochmal kurz. Ich habe jetzt hier in dem Raum allein, glaube ich, öfter gespeichert als im ganzen bisherigen Spiel. Zum Glück nimmt sie nur einen Platz ein, ja. Sieht aus wie der Flammenwerfer aus Resident Evil 1. Gut. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, aus dem Keller raus, ne? Und ich versuche mal in die oberen Stockwerke zu kommen. Das ist zwar falsch, aber ich gehe trotzdem rein, damit die Hunde neu laden. War die Musik für die 1.5er schon fertig oder ist das jetzt für die Mod dazugepackt worden? Ja, kann ich dir leider alles auch nicht genau beantworten. Ich weiß nicht genau, welche Dateien jetzt wirklich von dem Leak stammen quasi und was da dazu gepackt wurde von den ROM-Hackern und Moddern. Kann ich leider nicht genau sagen. Ich habe schon ein paar Inhalte gesehen, die ziemlich sicher nicht so im fertigen Spiel oder im unfertigen Spiel waren, besser gesagt. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Aber es waren definitiv schon auch Soundfiles und so weiter dabei. Aber weiß ich nicht. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwo hinkommen. Ist irgendwie die Architektur von den Räumen anders mit Elsa als mit Leon, oder? Oder bin ich komplett verwirrt? Kaspar! Danke für deinen Content. Ich danke dir für die großzügige Bitspende. Vielen, vielen Dank. Super nett von dir. Ein Riesenklumpen Schönheit in meinem Spendenglas. What was that? Öffnen wir mal den Rollladen.
Stinkies. Ich habe ein bisschen Angst, dass von da auch ein Stinky kommt. Nee, keine Stinky. Okay, gut. Oh, ihr seid so schnell. Ich vergesse immer, wie schnell die sind. Yeah. Das ist schon ein bisschen besser jetzt. Macht mir schon ein bisschen mehr Spaß. Ich bin wieder hooked. Elsa, wir werden vielleicht doch noch Freunde hier. Die stehen gleich wieder auf, ne? Die sind tot? Wie mächtig ist denn das Maschinengewehr im Vergleich zur Pistole, bitte? Meine Güte, sind die jetzt schnell gestorben. Wie schwach die plötzlich sind. Diese unsterblichen Supermonster. Plötzlich können die gar nichts mehr. Crazy. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Kommt mal her, ihr. Ihr anderen auch. Guck mal, ich treffe alle. Meine Güte. Meine Güte. Das finde ich gerade sehr schön. Ich habe jetzt wieder Spaß. Aber sind die wirklich alle jetzt schon tot? Meine Güte, sie sind wirklich alle jetzt schon tot. Das gibt's doch nicht. Ist die überpowered im Vergleich zur Pistole? Also das Balancing ist hier noch nicht vorhanden in der Version, kann man sagen. Die ist jetzt von 100% auf 34, ohne genauere Angabe, geschrumpft. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aha, die 100% waren anscheinend wirklich 100 Schuss insofern. Okay, wir haben schon einiges rausgeballert, aber yeah, das hat sich auch gelohnt. Okay, cool, dann gehe ich mal da rein. Sehr, sehr cool. Viel Munition hat die noch. Schau, achso, ja, genau, nicht mehr so viel. Aber hier liegt ja gleich wieder noch ein bisschen mehr. Werden wir in dem Raum auch gleich verschießen, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, hier alle umzubringen. Gucken wir mal. Oh, ich kann schon wieder keine Items mehr carryen. Aber dabei weiß ich, dass ich noch welche carryen kann. Eine Kiste wäre schon auch gut gewesen, ne? Sehr gut. Dann können wir das auch noch mitnehmen. Ach ja. Was mache ich eigentlich mit den Kronkorken? Ich habe da noch nicht so viele Funktionen für die Kronkorken ehrlicherweise eingestellt. Ich stream zwar tatsächlich schon länger auf Twitch, aber wirklich immer nur so ein bisschen nebenbei und also ich mache das jetzt erst seit kurzem professioneller oder mit mehr Ernsthaftigkeit. Deswegen bin ich da gerade auch noch am Rumbasteln und so weiter. Die aus der Existenz gekickt. Aktuell kannst du zum Beispiel Emojis freischalten, die ansonsten nur für Twitch-Subs da sind. Und du kannst Emojis auch verändern, damit die irgendwie einzigartig sind und so Sachen. Oder du kannst auch Kommentare von dir hervorheben, damit ich die auch wirklich sehe und lesen kann. Du kannst anscheinend die Karte und die Zange weglegen. Hat jemand gerade geschrieben? Ah, das habe ich übersehen. Machen wir, wenn es soweit ist. Wenn wir mal wieder was brauchen. Ach, gab es da noch kein Kendo? Nie, es gab aber ein John. Das war im Grunde eine Figur, die schon die Vorlage für Kendo war. Den werden wir vielleicht ja noch treffen. Ich hoffe, wir kommen so weit mit Elsa. Und ja. Du kannst die rote Schlüsselkarte und die Zange ablegen, im Inventar auswählen, Select drücken. Okay. Ich versuche nur gerade verzweifelt irgendwie einen Weg zu finden. Wirst du auch mal ein Video über die verschiedenen Versionen von Resident Evil Code Veronica machen? Also Alpha- und Beta-Version, was die Änderungen angeht und die finale Version. Ja, habe ich definitiv vor. Das Video über die geschnittenen Inhalte aus Resident Evil 1 ist ja auch sehr gut angekommen. Und da gucken wir uns definitiv auch noch geschnittene Inhalte aus den anderen Hauptteilen der Reihe definitiv an. Definitiv. Falls ich nicht oft genug gesagt habe, das Wort. Brauchen wir die rote Schlüsselkarte wirklich nicht mehr? Ich dachte, es gibt noch ein anderes rote Schlüsselkartenschloss.
Ich könnte die jetzt wahrscheinlich alle erschießen, aber gibt's in dem Raum überhaupt irgendwas? Offensichtlich ist der ja mal als Safe Room geplant gewesen, ne, wie man der riesigen Schreibmaschine hier erkennt. Why use it if there are computers? Ja, die stellt mal die richtige Frage, aber das spielt ja offensichtlich in Deutschland, das Spiel. Insofern ist man da noch nicht so weit mit Digitalisierung, Elsa. So. Dann tue ich das jetzt. Dann lege ich jetzt die Zange ab. Moment. Auf Select hieß es. Wupp. Und dann ist sie einfach aus der Existenz gelöscht. Das ist aber voll gefährlich, oder? Alle Karten werden nur einmal benutzt. Okay, ich glaube euch einfach. Phew. Dann machen wir das so. Aber die sind jetzt echt weg, ne? Ja, das ist schon böse, das Spiel, was das angeht. Genau, und hier bräuchten wir die blaue Karte. An dem dezent blau leuchtenden Schloss kann man das erkennen. Da ist wieder die Brotwerbung. Brot. Ah, mit ihr können wir hier die Rollladen noch öffnen. Ach, guck mal, da war Marvin bei Leon, ne? Hier ist bei ihr kein Marvin. Aber der steht doch bestimmt trotzdem auf. Steh ruhig auf, ich habe was für dich. Ja, das Ding ist so mächtig. Es ist so verrückt. Im Vergleich zur absolut nutzlosen Pistole ist das halt einfach... Ich kann eigentlich alle Pistolen wegwerfen, ne? Zumindest die Startpistole, die kann ich auch eigentlich weghauen. Wahrscheinlich kann ich die nicht entladen, leider. Dann muss ich den Gemeinschaftskanal, die lachende Toastbrotscheibe, denken. Ich muss da an Bernd das Brot denken. Ich glaube, das ist schon auch was sehr Deutsches. Bernd das Brot. Dass so eine Kultfigur aus dem Kinderfernsehen ein depressives Brot ist, das ist, weil es gibt es auch nicht oft. System ready. Say hello. 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 War das richtige Hello nicht dabei? Ich versuch's mal hier so. Nee. Aha. You used the MIDI disc player with disc. Accepted. You opened the lock. Nice. Ich drück F1. Alle Zombies stehen auf. Ich fand Bernd das Brot immer etwas verstörend. Kann ich verstehen, aber ich fand den schon sehr lustig. Deutsche SpongeBob. Investigation Reports. Investigation Reports. Oh, eine Blue Key Card. Nice. Was haben wir hier noch? Nix. Noch mehr nix und eine Tür. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da durch können wegen dem roten Licht. Lass mich raten. Investigation Reports. Nein, ein Erste-Hilfe-Spray. Okay, cool. Das nehmen wir schon mit. Schön langsam wird's. Schön langsam habe ich das Gefühl, jetzt kommen wir weiter, ne? Ja, ich habe die Werbung auf Twitch mitten unterm Stream ausgemacht, weil das war ja auch echt nervig, ne? Das ist, der Twitch ist da echt ein bisschen gemein übrigens, weil die quasi sagen so, hey, willst du wirklich nicht irgendwie mindestens so und so viel Minuten Werbung pro halbe Stunde schalten? Dann beteiligen wir dich mehr an den Einnahmen. Das ist schon ziemlich gemein. Aber ich finde das mitten unterm Stream einfach wirklich bescheuert, das machen wir nicht. Oh, warte mal, was war denn das? Was haben wir denn hier für Files? Chris Diary, ich würde das gern lesen können.
Oh, wir haben ein Chris-Tagebuch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Operation Report. Operation Report, September 26. Das Raccoon City Police Department wurde unerwarteterweise von Zombies angegriffen. Viele wurden verletzt, noch mehr getötet. Während der Attacke wurde unser Kommunikationsequipment zerstört. Wir können die Außenwelt nicht mehr kontaktieren. Wir haben uns dazu entschieden... Wir haben uns dazu entschieden, die Operation durchzuführen und so viele Überlebende wie möglich zu sichern. Und zu versuchen, das Desaster von der Ausbreitung über die Grenzen von Raccoon City hinaus zu verhindern. Die Details der Operation sind folgende. Secured Armaments and Ammunition, also Waffen und Munition sichern. Chief Irons hat Bedenken geäußert, dass Terrorismus, Series of Reasons Unresolved, also hat Bedenken geäußert, dass die aktuellen ungelösten Fälle mit Terrorismus zu tun haben könnten. Und am Tag vor der Zombie-Attacke hat er beschlossen, alle Waffen, die verteilt waren, an einen einzelnen Ort zusammenzubringen, bla bla bla. This decision hat es sehr schwer für uns gemacht, die ganzen Munitionsvorräte wieder zu bekommen, nachdem dann die Zombies kamen. Und es ist jetzt unsere höchste Priorität, an die Munition zu kommen. Ich würde sagen, der Husten wird gerade wieder unangenehmer. Es stated, wie vorher schon gesagt, wird es sehr schwierig sein, die ganze Munition zu kriegen, aber the supply still remained in the underground weapon storage. Da war ich aber schon. Cool. Leider ist die Person, die die Schlüsselkarte hat für den Weapon Storage, verschwunden. Und wir haben den Schlüssel nicht gefunden. Und einer der Breakers went down during the battle. Also ein Sicherungskasten oder eine Sicherung ist kaputt gegangen und die elektronischen Schlösser funktionieren nicht mehr. Alles ganz schlimm. Recorded Head. Warte mal, da stand gerade David Ford. Da stand nichts von Chris Redfield. David Ford, nicht Chris Redfield. Das ist eine Lüge. Das ist gar nicht von Chris hier. Stars Files. Albert Wesker, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Rebecca Chambers, Brad Wickers, Enrico Martini, E. Dewey. Da stehen zwei Namen gleichzeitig und dann stehen dann noch viel mehr Namen gleichzeitig. Was steht da so drin? Das ist der gleiche Report nochmal, ne? Ja. Ich schätze mal, alle Dateien, die wir hier finden können, sind immer der Report von... Oh, guck mal, hier werden sogar zu den... Oh, guck mal, hier werden sogar zu den verschiedenen Gegnern, die es hier gibt, Berichte. Hier haben wir Cerberus Mutated Baboon, also ein mutierter... Na, sagt's mir, Baboon. So ein Affe. So ein... Mit dem Hintern, die mit den Hintern, Pavian, genau. Ein mutierter Pavian, mutierter Alligator, Gargantua-Gator, also wahrscheinlich ein sehr großer Gator, Arachnophobia, was ist denn der Unterschied zwischen Arachnophobia und Giant Spider? Und dann noch Umbrella File 7, 8 und 9. Ich schätze mal, auch die sind immer wieder der gleiche Report von, ja, von David Ford. Na dann. Naja, okay. Gut. Was wollte ich hier eigentlich machen? Ich glaube, ich speichere jetzt lieber mal, aber ich schätze mal, ich kann jetzt das hier wieder wegwerfen. Das haben wir jetzt benutzt. Flup. Flup und weg ist es. Hi André. Ist schon lustig. Wupp. Und dann löst sich's einfach auf. Schön. Wer ist David Ford? Eine gute Frage. Dewey. Genau, der Name ist aus dem gecancelten... also eine gecancelte Figur quasi, wenn man so will. Aber später hat ja dann eine andere Figur im zweiten Teil, irgend so ein Nebencharakter, hat dann den Namen noch geerbt quasi. Pavian, ja. So ist es. Hallo, No Mando Land. Schätze ich mal. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was war, bevor ich die Daten gefunden habe. Ah ja, Loot. Sehr gut, her damit. Ja, aber das mache ich jetzt wirklich, Leute. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich werfe jetzt schnell
Ah, da sind noch 5 Schuss drin. Ich würde die am liebsten wegwerfen einfach. Ohne Witz. Oh, wie viel passt denn da rein? Oh, sag mal, kann ich zufällig? Nee, schade. Aber das ist ja voll gut. Ich dachte, da passen 100 Schuss rein, aber nix da. Hey, kriege ich noch eine Schrotflinte passend vielleicht? Ey. Jetzt ist es abgestürzt, glaube ich. Ich hätte das nicht anklicken dürfen, was auch immer das war. Huey klingt wie der Hund von Haunting Grounds. Das war Huey. Ja, genau. Stimmt. Okay, zum Glück habe ich gerade gespeichert. Okay, nein. Ich kann auch nicht mehr laden. Doch. Laden hat funktioniert. Alles gut, Leute. Keine Panik. Es ist so gut wie nichts verloren gegangen an Fortschritt. Ich muss nur noch mal die Diskette hier wegwerfen. Pistolenmunition. Shotgun Shells. Was auch immer da liegt, das Gewehr oder so, kann ich leider nicht nehmen anscheinend. Hey, der Raketenwerfer, das sieht doch gut aus. Da steht was auf dem Raketenwerfer. Evidence of the Arkley Incident. Do not manipulate. Oh, das ist schon ein nettes Easter Egg, oder? Das ist schon lustig irgendwie, dass man hier den Raketenwerfer findet, der benutzt wurde, um den Tyrant wegzuschießen. Und das ist das Einzige, was die irgendwie an Beweismittel sichern konnten. Naja, okay. Okay, Waffen, die beschlagnahmt wurden und unbenutzbar sind leider. Ah, schade. Haunting Grounds muss ich echt mal spielen. Habe ich nie gespielt. Finde ich super spannend, schon alleine, weil das ja quasi von der Entwicklungsgeschichte her eng mit Resident Evil 4 verwoben ist, würde ich mir das schon echt gerne mal anschauen. Find's weird, dass eine Polizeieinheit einen Raketenwerfer hat. Ja, wie gesagt, der Raketenwerfer ist ja nur beschlagnahmte Evidenz. Ja gut, aber warte mal, ne? Stimmt, der kommt trotzdem ursprünglich von Brad. Ich versuche nochmal das aufzuheben, was hier ist. Ah! Als geht, an unarmed Kevin, I have no idea how to fix it. Okay, gut. Das ist leider nicht wirklich eine Waffenkammer, sondern nur der Beweisraum, wo beschlagnahmte Waffen drin sind. Leute, ich muss mal ganz kurz pinkeln gehen. Ich komme sofort wieder, bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Ah, diese Halbspinnen, Halbmensch-Kreaturen. Sind die in 1.5 drin in der Version, die wir hier spielen? Kann nämlich sein, dass du da recht hast, ja. Die dann durch die Licker ersetzt wurden. Hm, das könnte sein, dass sie damit gemeint sind, mit Arachnophobia. Sehr cool. Genau, liegt noch unten Schrotflintenmunition, ich weiß. Vielleicht war es, ja, vielleicht war es Brads privater Raketenwerfer, das könnte schon sein. In den USA, durchaus vorstellbar. Für was brauchen Sie den Raketenwerfer, Sir? Zum Rehejagen. Alles klar, leider muss ich Ihnen mitteilen, wir haben eine 24-Stunden-Wartefrist. Kann man nichts machen, tut mir sehr leid. Genau, der hat seinen privaten Hobby-Raketenwerfer mit dem Hubschrauber gehabt. Ja, halte ich für möglich. Meine Güte, bist du schnell! Warum sind die so schnell? Warum sind hier überhaupt so viele Zombies? Wo bin ich eigentlich? Schier 100 für den Raketenwerfer. Yay, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Slinderax. Ist Slinderax okay? Dann versuche ich mir das zu merken. Wo kommen die alle her? Waren die vorher auch schon da? Habe ich jetzt in der Waffenkammer irgendwas Wichtiges gefunden? Hallo, dieser Urtyp. Genau. Ich spiele zum ersten Mal 1.5. Ich kenne das bisher noch gar nicht. Slime. Okay. Ach ja, genau. Die lagen ja vorher schon alle da, aber sind jetzt aufgestanden. Ich erinnere mich. Ich bin so froh, dass wir das Maschinengewehr haben. Aber wir haben jetzt Story-Item-technisch nichts weiter gefunden, was irgendwie wichtig erscheint, oder? Ja, die blaue Schlüsselkarte. Ja, okay, das ist gut. In Japan kann man den Resident Evil Raketenwerfer sogar käuflich erwerben. Ist ein Plüsch. Als Plüsch wäre es nice. Das fände ich richtig nice. Ein Plüsch-Raketenwerfer, mit der das Original Tyrant im ersten Teil zerstört wurde, das fände ich richtig nice. Das ist schon cool.
Den hätte ich dann, glaube ich, auch immer im Bett dabei. Oh, mein Auge. So. Kennt ihr das? Ich habe das manchmal. Ich habe das eigentlich wirklich, wenn ich gestresst bin, dass mein Auge zu zucken anfängt. Immer das linke Auge, das kenne ich schon. Und das habe ich jetzt seit Tagen, aber ich bin eigentlich gar nicht gestresst. Mir geht es eigentlich gut. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Andererseits bin ich ein bisschen erkältet, ich kränkel ein bisschen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich weiß es nicht. Ja, Sam, habe immer gehofft, dass die das noch irgendwie mal releasen, aber ja, ja. Nicht ohne meinen Raketenwerfer ins Bett. Ja, der kuschelt Raketenwerfer. Ein Regal mit Trophäen. Unter ihnen ein... ach, das haben sie aber tatsächlich auch ins fertige Spiel eingebaut, ne? Dass man den Trophäenschrank findet. Mit Chris Redfields Trophäe für gutes Schießen. Ja, aber der Hookman ist garantiert vom Mod-Team eingefügt. Sagt sie auch, dass sie ein ungutes Gefühl kriegt, oder sagt das nur, das wäre so gut, wenn das nur Leon sagt? Nee, sie ist auch uncomfortable damit. Na gut. So, jetzt bin ich gespannt, ob Irons bei ihr auch daheim ist. Das Augenzucken habe ich manchmal wegen Müdigkeit. Beim Aufnehmen fängt immer meine Nase an zu jucken. Das Nasenjucken kenne ich tatsächlich auch, ja. Aber das hatte ich früher nur mit meinem alten Popschutz, weil der voller Katzenhaare war. Wahrscheinlich deswegen eher. Ja, die Itembox wäre schon gut. Irons? Ah, da liegt er tatsächlich. Aber wir kriegen nicht mal eine Cutscene oder so. I'll be fine. Just worry about yourself for now. Okay, das ist anscheinend nicht fertig. Der hat den gleichen Dialog wie mit Leon. Na gut, Polizeikapitän. Dann lieg halt drum. Aber ich glaube, in Leons Kampagne wurde gesagt, dass der gebissen wurde oder so, ne? Also der können wir schon mal abschreiben, den Irons auf jeden Fall. Habt ihr ein Bild des Plüschraketenwerfers am Discord gepostet? Ja, bin ich gespannt. Schau ich mir dann an. Okay, ich schaue mich mal hier oben nochmal um. Ah ja. Da kommen wir nur aufs Dach. Da müssen wir gar nicht hin. Vermutlich. Sind wir von hier gerade gekommen? Ich glaube schon, ne? Da geht's in den Flur. Dann gehe ich nochmal in den Briefing Room, aber da war schon bei Leon nix. Sind das die Stars auf den Bildern? Über dem Chef habe ich jetzt gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Da können wir gerne noch mal kurz reingucken. Aber im Flur hängt tatsächlich ein Bild mit den Stars, ja. A beautiful painting. There's a switch below. Ach was. Wo die überall geheime Rollladen haben. Aber man muss schon sagen, das Polizeirevier ist ein bisschen glaubwürdiger, ne? Ah. Oh. Ich habe irgendwas aufgeschlossen. Das Polizeirevier macht ein bisschen mehr Sinn als das in Resident Evil 2. Ach so, aber das ist jetzt einfach nur, damit ich aufs Dach kam, wo... Ist in der Realität von Elsa Leon einfach mit dem Hubschrauber weggeflogen? Das könnte schon sein, ne? Naja, gut. Oder treffen sich die beiden? Weiß man nicht. Lautlos glitt der Rollladen nach oben. Augenzucken kommt bei mir auch bei Müdigkeit. Ja, bei mir ist es schon mit Stress normalerweise verbunden. Das kenne ich schon. Okay, Chief Irons liegt rum. Der Hookman ist dumm. Und Elsa haut um. Wie die Bumm. Kann man einmal im Kreis laufen hier oben. Wo muss ich denn die blaue Schlüsselkarte? Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir die blaue Schlüsselkarte benutzen müssen. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Da war gerade irgendwas ganz schön kaputt, oder? Die Treppenanimation hat gerade besonders lustig ausgesehen. Sehr schön, wie die Hintergründe einfach noch nie so ganz passen hier in der Version. Beim Radioraum.
Das ist ein gut gemeinter Tipp, aber das hilft mir gerade gar nichts, weil ich nicht weiß, wo der Radioraum ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal alles noch was systematisch von oben nach unten ab. Wir haben ja nur 6 Stockwerke, so viele Zimmer sind es nicht. Auf eBay gibt es einen Verkäufer, der macht so Deko von Spielen. In so einer kleinen Vitrine. Oh, warte mal. Ah, das ist der Mampfraum. Ich glaube, da müssen wir nicht rein. Dann achte nur gut auf dich. Immer schön für Ausgleich sorgen, körperlich und mental. Mach ich immer. Mach ich wirklich. Also ich sag das nicht nur so. Ich habe früher viel zu viel für den Kanal und so weiter gearbeitet. Aber mittlerweile achte ich da viel mehr drauf, dass ich mich nicht immer so total stresse und kaputt mache. Ich habe doch die blaue Schlüsselkarte, Elsa. Nutzen wir die doch. Was ist denn... Nein, bitte, lass mich wieder raus aus dem Inventar. So, Cardreader, nicht die Tür. Dann funktioniert es wahrscheinlich. Yes, operate. Man muss so viel Text wegklicken. Ach, Mist. Ach, Mist. Aber den Code wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Es wird nicht der gleiche sein, oder? Oh, nein. Es ist wahrscheinlich nicht 556. Oh Gott. Wir haben keinen anderen Code gefunden. Hey, weiß denn zufällig jemand, der gerade anwesend ist? Ihr dürft mich da gerne spoilen. Dann müssen wir jetzt nicht nochmal nach dem Code suchen gehen. Da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Seid sehr vorsichtig. Genau, ich versuche mal nochmal 5, 6... Was? 2, 3 oder so? Wrong code. Try again. 4, 3, 1, 2. Danke, James. Den versuchen wir. Okay, 4. Vorsichtig wegdrücken. 4. Wirklich 4312. Ey, das Raccoon City Police Department hat ungefähr so gute Sicherheitsvorkehrungen wie. Zero unterstrich cool 87 ist jetzt ein Bird Rider. Zero unterstrich cool. Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Dankeschön fürs Dabeisein. Und für deinen Sub. Freut mich sehr. Coolio, dankeschön. Okay, wo war. Verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich gebe noch die 2 ein, oder? Nein, ich hätte erst die 1 eingeben müssen. Ach Gott. Es ist nicht leicht hier. Tibau, danke. Guckt. Aber dann... dafür lohnt es sich. Für die Community und so, für euch. Wenn man mal ein bisschen mehr macht und so. Vier, drei, eins, zwei. Jetzt haben wir es. Oh Gott. Dankeschön, Albert, auch für den Code und Tibon für die Bits. Ein Erste-Hilfe-Spray können wir nicht mehr nehmen. Ich guck mal kurz ins Inventar. Der nächste Gegner, der kommt, kriegt jetzt nochmal 5 Schuss aus der Pistole und dann schmeißen wir die in den Mülleimer. So. Ich habe doch gerade noch irgendwas gehört. Ich dachte, ich habe schon einen Zombie rumschlürfen hören, aber jetzt höre ich gar nichts mehr hier, außer unheimliche Musik. Verschiedene Devices. Oh, eine Treppe. Okay, die können wir wahrscheinlich verschieben. Ist da eine Shotgun oder so? Ah, da liegt tatsächlich eine Shotgun. Die sehe ich nur durch die Wand durch, ne? Die liegt hier. Da müssen wir jetzt wirklich gucken. Ins Inventar. Karte kann weg, da hast du recht. Genau. Sehr gut. Ah ja, genau, warte. Select. Flup. Speichern. Und dann wird mal die Shotgun... Ah, warte mal, wir können auch die beiden Shotgun-Munitionen kombinieren. Und schon haben wir 2 neue Inventarplätze. Wunderbar. Shotgun! Remington M870. Taken wir. Nice. Lad das im G nach. Ist auch eine gute Idee. Machen wir auch. Habt ihr recht. Oh, da sind nur noch 18 Schuss drin. Wann ist denn das passiert? Sei aber schnell. Ich schätze mal, die ist voll.
Aber dann nehme ich immer die Schrotflinte. Ich würde die eh gern sehen, wie die in Aktion aussieht. Das ist auch inventarplatztechnisch, managementtechnisch, glaube ich, ganz klug, weil... Ah, warte mal, da hinten ist ein gammeliger Lüftungsschacht, ne? Eventuell können wir die Treppe so hinschieben, dass wir da durch den Gammelschacht kriechen können. Soll ich erst durch die Tür gehen? Ich gehe erst durch die Tür. Ein kleines Büro verschlossen. Na dann, umso besser. Dann gehen wir durch die Gammeltür. Hört sich an wie eine Spieluhr, ne? Die Musik hier ist wirklich creepy. Finde ich cool. Ich weiß nicht, warum die hier gerade so intensiv ist. Aber okay. Elsa, das sind Stufen. Du kannst die Stufen nutzen. Sicher, dass der Schacht gammelig ist? Es sieht sehr gammelig aus, finde ich. Oh, soll ich jetzt runter oder da wieder rein? Da unten stehen irgendwie Monster. Nee, warte mal, da unten, das ist nur... Ja, nee, da war ich schon, da ist nichts. Okay, dann gehen wir hier mal wieder durch den Schacht rein. Was weiß denn ich, Leute? Hä? Bin ich jetzt einfach nur... Ich habe immerhin die Schrotflinte gefunden, aber ansonsten sind wir jetzt einfach einmal irgendwie im Kreis gelaufen, ne? Muss ich mal schnell schauen, haben wir noch irgendein ungenutztes Schlüssel-Item? Nee, wir haben jetzt echt gute Bewaffnung und so. Aber wohin mit uns jetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Was das Spiel jetzt von uns will. Es sieht so aus, als sollte man da irgendwie rankommen, aber es geht nicht. Warte mal. Comms Room. Ach. Hä? Verstehe ich nicht. Schaue ich mich hier nochmal um. Ah, guck. Immerhin Pistolenmunition. Auch nicht schlecht. Mahlzeit. What? Boah. Krass. Das ist krass, wie die explodieren, oder? Oh, warte mal. Ist das... Nein. War das gerade nur ein Oberkörper? Ah, der hat auch nur Pistolenmunition. Ey, ich habe mich gerade kurz gefreut und dachte mir, what, der hat was für uns? Crazy. Aber nee, der hatte nur ein bisschen Pistolenmunition. Schade. Naja, haben wir jetzt ein bisschen Pumpgun-Munition getauscht gegen ein bisschen Pistolenmunition, auch okay. Du musst wieder, das ist oft bei solchen Spielen so gut, wenn man Leute im Chat hat, die das in- und auswendig kennen. Du musst wieder nach unten in Richtung Eingangshalle. Dort wird durch den Gang beim Rolltor, wieder durch den Gang beim Rolltor und im folgenden Raum wieder hinter dem Raumtrenner entlang. Na, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Ist es erster, zweiter oder dritter Stock? Oder sogar minus eins, minus zwei, minus drei? Weiß ich nicht. Aber ja, die Waffen sind jetzt echt, mit denen macht es auch viel mehr Spaß jetzt. Ohne so eine nutzlose Pistole, sondern mit richtigen Waffen, die echt reinhauen, ist das schon jetzt sogar richtig cool. Muss ich schon sagen, das Waffenfeedback ist gerade echt gut. Mag ich. Erstmal runter ins Erdgeschoss. Okay, machen wir. I'm doing my part. Ich muss nur wieder den Flur finden. Pinkes Heilspray. Ah, ich habe vorher tatsächlich irgendwie pinkes Heilspray mal aufgehoben, ne? Aber ich habe es gerade nicht im Inventar. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das in einem anderen Safe war oder... Gehen wir mal ins Erdgeschoss. Das war in dem Raum? Ach so. Inventar war voll. Echt? Das habe ich komplett ausgeblendet.
Oh oh. Ich glaube, das Spiel ist. Ich kann Elsa noch steuern. Ah! Ich sehe sie! Die Kamera hat nicht gewechselt. Oh Gott. Okay, ich hab's geschafft. Puh. Habe ich es wirklich geschafft? Ja. Ja, Mini Elsa. Das ist teilweise lustig. Wir hatten vorher auch schon Mikro Leon auf dem Tisch, der so groß war wie eine Flasche. Wo habe ich das gesehen? Das sah richtig niedlich aus. Genau, ein Mod für Resident Evil 4 Remake, wo alle Gegner so groß sind. Dann ist da so ein kleiner, so ein kniehoher Elgigante, der Leon gegen Schienbein boxt und so. Das war irgendwie niedlich. Sah nach einem lustigen Mod aus. Okay, jetzt sind wir hier. Books, nothing useful. Schrotflintenmunition, okay, nehmen wir. Nothing useful. Alexander, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr über deinen super Chat. Dankeschön. Im Resident Evil 4 Remake im Labyrinth oben im Raum gibt es ein Gemälde, wo Leon sein Gesicht drauf ist. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Im Remake? Das muss ich mir mal bei Gelegenheit genauer anschauen. Im Labyrinth oben im Raum ein Gemälde mit Leons Gesicht. Ha, interessant. Danke für die Info. So. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt weitergeht, aber wir werden jetzt einfach mal die Zombies, die hier so rumlaufen, dann gleich. Ach, da ist ja noch eine Tür. Sag mal. Wahnsinn. Oh, Officer. Leon, bist du's? Hang in there. Are you the officer? Oh, keine Ahnung. Officer, who are you? My name is Elsa. What is your name? Elsa, huh? I'm Roy. Nee, es ist nicht Leon, es ist Roy. What would... Did one of those things get to you? This is safe. Those rings broke through the rear shutter door. Those bastards at Umbrella caused all of this. What do you mean? Are you okay? Offensichtlich nicht. We don't have time to talk right now. I'm dying. You have to recruit the survivors in the other floors. But... My friend John should still be in the underground cell block. Please, you have to help him. Roy, wake up, please. Wake up. Tja. Roy is a dead boy now. Aber wir haben die gelbe Schlüsselkarte. Roy, hattest du zufällig noch Munition oder so? Ja, wir können Roy looten. Er hält was in der Hand. Prison Key. Nice. Er ist unmächtig geworden wegen seinen Verwundungen. Und er hält noch einen Slip. Auf dem Slip steht 0513. Ich wünschte, ich hätte irgendwie einen Stift oder so. Verdammt. Ach, ich schreibe es mal irgendwo in den Chat, ohne es loszuschicken. 0513. Ich brauche in Zukunft, gerade wenn wir ältere Spiele spielen, echt Dingis. Stift und Zettel und sowas. Ist das der John, den Ada sucht? Nee, das ist wieder ganz ein anderer. Ada gab es da noch nicht in der Version. Das ist quasi Kendo. Nur eben in der 1.5-Version, wo er noch nicht Kendo war. Ja. Ein Schlüpper mit einem Code drauf. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ein Schlüpper mit Code drauf. Ja. Haha. Ist halt so. Was weiß denn ich? Die halten. Der andere war auch schon irgendwie. Der hatte auch schon einen Slip mit einem Key. Ich weiß auch nicht genau, was das soll. Fragt mich nicht. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Ich übersetze es nur schlecht.
Okay. Oh Gott, oh Gott. Okay, nice. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, um Gottes Willen, das Spiel ist ein nicht mal halbfertiges Mess. Das kann man ja nicht ernsthaft spielen. Was zur Hölle ist denn da los? Ne, das war wirklich so die erste Stunde mit Leon und auch mit Elsa die ersten paar Minuten oder die erste halbe Stunde dachte ich mir so, also what the fuck, Zombies sind unsterblich, man hat kaum Munition, man hat keine Heilung, was soll das alles eigentlich? Und jetzt muss ich sagen, wo man ein bisschen mehr Waffen hat und so weiter, kommt man schön langsam in den Flow und ich denke mir so, hey, eigentlich ist das ganz cool. Eigentlich, ne, es ist offensichtlich nicht fertig und so weiter, aber eigentlich, glaube ich, fehlt da nicht viel, dass das auch ein gutes Resident Evil hätte werden können. Ich weiß jetzt gar nicht, ne, ich würde jetzt auch sagen, dass das Spiel jetzt gar nicht so weniger erfolgreich geworden wäre, wie... Ich lade nochmal neu, das muss nicht sein. Wie das Resident Evil 2, das dann released ist, wenn das noch ein bisschen ausgebaut worden wäre. Insofern, okay, schauen wir mal. Vielleicht spielen wir das noch ein bisschen weiter, könnte ich mir echt vorstellen. Dass wir dann nicht heute Schluss machen, sondern dass wir tatsächlich da nächsten Mittwoch auch nochmal weiterspielen. Dass wir Resident Evil 2 und 1.5 so ein bisschen parallel noch beenden. Ich guck mal auf die Karte. Die existiert, aber die hilft mir absolut gar nichts. Wir haben jetzt einen Schlüssel für die Gefängniszellen gefunden. Ich habe leider keine Ahnung, wo die sein könnten. Warte mal. Nee, ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Ich muss jetzt einfach nochmal alles ablaufen. Munition. You can get a good overview of the lobby area from here. Das ist schön und gut, aber ich will eigentlich nur die Polition haben. Boah, den einen hat es zerfleddert, der andere kriegt auch noch Schaden. Die Resident Evil 1.5 Shotgun ist cool. Kann die auch so Headshots machen? Oh, scheinbar nicht so gut. Oder ich habe es vermasselt. Oh, kann das sein, dass die dicken Zombies sehr viel robuster sind als die nicht dicken Zombies? Könnte schon sein, oder? Ich sollte nicht so viel Munition verschwenden. Das war jetzt gerade lustig. Ich wollte das machen. Aber ein bisschen sparen sollten wir schon. Nur weil wir gerade echt ganz gut aufgestellt sind, munitionstechnisch, sollten wir jetzt nicht verschwenderisch werden. Ich glaube vor allem, dass hier tatsächlich nicht mehr wirklich was zu finden ist, oder? Die Shruti räumt alles ab. Ja. Schon cool. Ich mag die. Also ich muss echt sagen, dass das Trefferfeedback und so, das ist ganz cool in dem Spiel. Also das ist gelungen. Würde ich schon sagen. Macht Spaß. Gefängniszellen. Wo war denn eine verschlossene Tür? Wo müssen wir denn da hin? Da nicht. Ich guck noch mal auf die Karte, eventuell. Hier sieht auch nichts aus wie Gefängniszellen, finde ich. Gehen wir mal. Ich würde eher wieder in den Keller gehen, oder? Wie findest du Dying Light und Dead Island? Dying Light habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Das kann ich gar nicht sagen. Dead Island mochte ich den ersten Teil echt gerne. Den fand ich richtig lustig. Früher auf LAN-Partys, ne, haben wir das oft gespielt. Aber... Dann den Nachfolger, den neuen Teil, der wurde mir irgendwie ein bisschen schnell langweilig. Ich weiß nicht genau, warum eigentlich. Aber war nicht so meins. Kann man denn Resident Evil 1.5 überhaupt richtig beenden? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man das auch wirklich aktuell richtig beenden kann. Oh, jetzt kommen die Zombies durch. Deine Intuition mit dem Keller ist korrekt. Das ist gut.
Na, kommt. Elsa, warum stehen wir da eine Viertelstunde und gucken zu? Ist mein Controller wieder ausgefallen? Nee, geht schon. Dein Gleit war gut, Dead Island 2 war so lala. Ich habe nur die unfertige Version gesehen. Hallo, Vanilla Gorilla. Vermisste Personen. Lieber nicht drüber nachdenken. Na schön. Da lang? Oder hier vielleicht sogar auf der Ebene? Ich schaue mal nochmal kurz auf die Map. Keine Ahnung. Gehen wir einfach runter. Ich speichere kurz. Ja, man kann das Spiel komplett spielen, sowohl mit Leon als auch Elsa. Cool. Also doppelt gemoppelt werde ich es jetzt wahrscheinlich eher nicht durchspielen, aber ich kann mir schon vorstellen. Schauen wir mal, wie lang es Bock macht, ne? Gucken wir mal, wie lang es Bock macht. So, ich gehe jetzt hier unten einfach mal alles ab. Irgendwo werden schon Gefängniszellen sein. Wir könnten einfach ein Verbrechen begehen. Das ist voll klug, Leute. Wir werden jetzt einfach ein Verbrechen begehen und dann lassen wir uns einfach einsperren. Und dann sind wir in der Gefängniszelle. Jetzt habe ich ein Problem. Oder die Hunde. Ja, schon eher ich. Wir alle. Es gibt nur Verlierer in diesem Spiel hier gerade. Ich glaube, ich lade noch mal kurz meinen letzten Save. Ungünstige Situation, in die wir da geraten sind. Da gehen wir nicht noch mal hin. Glaube ich. Da war der Waffenraum. Was war da gleich nochmal? Ah ja, die Shooting Range, die brauchen wir auch nicht. Du hast einen toten Kopf die Pistole gemobst. Du hast ein Verbrechen begangen. Ich glaube, der wollte, dass ich sie bekomme. Ich habe jetzt kein Testament in dem Sinne gefunden, aber ich habe es gefühlt. Sein Herz hat zu mir gesprochen und ich glaube, er wollte, dass wir den nehmen. Ich bin mir sicher. Vor Gericht wird das eine absolut wasserdichte Begründung sein. Meine Güte, seid ihr so schon wieder schnell unterwegs. Ich hasse das. Ich weiß nicht, wie wir ins Gefängnis kommen. Es kann doch nicht so schwer sein, ins Gefängnis zu kommen. So viele Leute kommen dauernd ins Gefängnis. Wir schaffen es nicht. Kennst du das Dreamcast-Game Carrie? Nee, das sagt mir gerade nichts. Hört auf zu schubsen. Das wird der Richter bestimmt glauben. Ja, bestimmt. Die haben zu viel Holy getrunken. Wer jetzt die Hunde? Vielleicht geht's da ins Gefängnis. Schauen wir mal. Die Schnellbein-Zombies? Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Da hast du recht. Irgendwann werden wir irgendwo hinkommen. Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube fest an uns. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Ich freue mich echt schon morgen auf den neuen Kirsch-Holy-Drink, den Cherry-Cheater. Ich bin sehr gespannt drauf. Heute habe ich mir wieder Kaffee reingepfiffen. Ich habe jetzt tatsächlich lange Zeit kein Koffein mehr getrunken, weil ich es irgendwie nicht mehr so gut vertragen habe. Ich glaube, ich habe es einfach übertrieben, keine Ahnung. Dauernd Herzrasen und mir ging es nicht so gut. Und habe jetzt wieder vorsichtig angefangen, Koffein zu trinken. Und so ein Kaffee am Morgen, der boostet mich schon ganz schön, jetzt wo ich Koffein nicht mehr gewohnt bin. Und umso mehr freue ich mich jetzt wieder auf den Holy-Nachschub. Weil das ist basically Kaffee in geil.
a card reader, the yellow key card. Will you read the card reader? Aha, sehr gut. Und ich habe oben noch den Code stehen 0513. Ich habe mich jetzt schon verdrückt. Wir müssen noch mal von vorn anfangen. So, vorsichtig. Nur noch Knöpfe drücken, wenn ich mir sicher bin, dass es safe ist. Hallo? Ja? Okay. Enter the first number. Ich drücke einmal kurz den Knopf und höre auf. Gut. 0. Beep. Enter the second number. 5. Enter the third number. 1. Enter the fourth number. May the fourth number be with you. You opened the lock. Erstmal speichern. Auf den Erfolg müssen wir erstmal speichern. Puh. Ja, ich habe früher auch eben wirklich eine Zeit gehabt, da habe ich so viel Koffein getrunken. Ständig, ne? Von Cola über Kaffee. Ich hab überhaupt nichts mehr gemerkt. Gar nichts mehr im Grunde. Ich hatte keinen Effekt mehr. Aber plötzlich hatte ich nur noch negative, also nur noch die unangenehmen Folgen von Koffein. Herzrasen, Nervosität, keine Ahnung, ne? Da habe ich mich irgendwie, glaube ich, kaputt gemacht mit Koffein. Und jetzt in Maßen geregelt. Und dann ist das eine ganz wundervolle Droge. Ist es wirklich? Es ist wirklich eine Droge. Aber eine tolle. Ja, habe ich mir schon gedacht. Was war überhaupt euer allererstes Horror-Videospiel? Ha, da muss ich mal gut nachdenken. Es könnte nämlich tatsächlich sogar sein, dass Resident Evil 2 mein erstes richtiges Horrorspiel war. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ob nicht irgendwie, müsste ich mir mal Release-Listen anschauen. Aber es könnte schon sein, dass Resident Evil 2 mein erstes richtiges Horrorspiel war. Ja, ich glaube, das könnte schon sein. Resident Evil, Resident Evil 1. Ah, das ist ja mal echt super gemein, wie die hier platziert sind. Guckt euch das an. Ja, genau. Und jetzt komme ich hier in eine Todeskombo, aus der ich nicht mehr fliehen kann. Ihr habt's ja nicht mehr alle. Guckt euch den Scheiß an. Ich lade mal schnell neu. Danke. Das war ja mal dämlich. Also, das ist ja echt gemein, oder? Da geht man da rein und wird sofort gebombo-comboed. Come on. Das ist echt nicht nett. Ich gehe aber trotzdem rein und versuche es besser zu machen. Du überlebst keine zwei Pumpgun-Schüsse. Spinnst du eigentlich? Was ist denn mit dir los? Ich bin schockiert. Oh, ich muss mal ein bisschen hier... Uzi-Munition verschießen, glaube ich. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 38, ja. 38. Mein erstes Horrorspiel wüsste ich jetzt auch nicht genau, fand außerdem vieles gerade schon so gruselig. Commander Keen, Tomb Raider. Das ist auch wieder wahr, da hast du schon irgendwie recht. Deswegen sage ich so, dass Resident Evil mein erstes richtiges Horrorspiel war, weil tatsächlich habe ich mich vor sehr vielen Spielen gegruselt, die aber eigentlich nicht jetzt als Horrorspiele wirklich gedacht waren. Aber, keine Ahnung, ich fand sogar das Unterwasserlevel in Banjo und Kazooie mit dem Metallwal super creepy und super gruselig. Witziger und interessanterweise gar nicht so unterschiedlich im Grunde zu Resident Evil 2 oder so. Also ich fand das alles relativ gleich gruselig. Meinst du damals das NES-Game Zombie Ate My Neighbors? Ah, auch ein Klassiker. Gab's das in Deutschland überhaupt? Ich dachte, das war indiziert oder so.
Aber das muss ja auch nichts heißen, ne? Kannst du vielleicht meine Frage beantworten? Will nicht aufdringlich sein, sorry. Kannst du die nochmal stellen? Ich habe die einfach nicht gelesen, wahrscheinlich. Spielen kann ich sowas auch nicht. Verzeihung, Husten. Ich bin und bleibe Spectator. Ich glaube, das machen viele bei Horrorspielen und ich kann das auch verstehen. Ich habe mir das auch so ein bisschen angewöhnt, dass ich Horrorspiele besser spielen kann. Aber, ja. Mit was du eher anfangen würdest? Oh, das, glaube ich, ist eine ganz subjektive und persönliche Frage. Wenn du jetzt speziell überlegst, was du jetzt lieber machen willst, dann würde ich einfach ehrlich gesagt nach dem entscheiden, was dir mehr liegt und was dir mehr Spaß macht. Wenn du sagst, du kommunizierst gern mit Leuten und du bist gern in der Community und du möchtest gerne irgendwie, ne, mit Leuten zusammen was machen, dann konzentrier dich auf Streamen. Und wenn du lieber den ganzen Tag in deinem Kämmerchen sitzt und so dein Content bastelst im Grunde, ne, dann mach lieber YouTube-Videos. Was ich so gehört habe, das weiß ich nicht genau, ist es scheinbar auf Twitch extrem schwierig, manche würden sagen unmöglich, Reichweite zu erzeugen, wenn man nicht schon irgendwoher anders Reichweite mitbringt, ne? Weil man einfach schlecht gefunden wird. Also wenn du keine Leute kennst, die dich raiden auf Twitch oder du von irgendwo anders Social Media oder so Leute mitbringen kannst, ganz schwierig. Das ist vermutlich auf YouTube, würde ich jetzt mal behaupten, noch leichter, dass man da irgendwie durch den Algorithmus ein bisschen die Chance hat, zumindest an die Oberfläche gespült zu werden. Aber auch da braucht man Glück und die Bedingungen müssen stimmen. Ne? Man muss seine Nische finden, der Content muss auch von Anfang an schon so eine gewisse Grundqualität haben, damit die Leute nicht sagen nach der ersten Minute so, furchtbare Soundqualität, gehe ich nie wieder hin und so weiter. Aber ja, vielleicht, wenn man ganz neu anfängt, ohne irgendwo Reichweite zu haben, ist vielleicht, dann würde ich vielleicht sogar TikTok empfehlen. Da kenne ich mich nicht aus, aber da ist es scheinbar am leichtesten, Reichweite zu generieren. Hey, you must be John, right? What do you want? I'm trying to sleep here. Ugh, my head is killing me. Who the hell are you anyway? My name is Elsa. Roy sent me to get you out of here. Ja genau, das ist eben jetzt hier John. Absolut nicht Kendo. Wie kommst du darauf? Listen. Also, listen. We're in the scenario travel, whole cities in West... So, say what? Roy was injured by the one of them. I left him somewhere and he died. The interrogation room? All right, I'm going there. John, wait! John ist dumm. Warum läuft er alleine weg, ey? Aber gut, jetzt haben wir John auch gefunden. Der geht jetzt zu Roy. Die sind anscheinend Freunde, die beiden. ja, eben. Deswegen, die haben im Grunde hier John umgeschrieben, umgebaut zu Kendo. In jeder Zelle sind zwei. Aber nur ein Bett. Ich weiß nicht, ob das okay ist. So, machen wir uns ein Superkraut. Nur, dass es hier GRB Medicine Mix heißt. Das ist echt, ich meine, ne, es ist irgendwie voll klar, aber aus heutiger Perspektive super weird, dass die damals nicht geplant hatten, unbedingt das Kraut aus dem ersten Teil wieder als Heil-Item mit zu übernehmen in den Nachfolger. Heute ist natürlich grünes Kraut und so legendär. Also es wäre super weird, wenn es kein grünes Kraut als Heilmittel in einem Resident Evil gäbe. Aber damals gab es halt nur einen Teil. Insofern ist es nicht so verwunderlich, dass man dann irgendwie andere Items versucht. Aber fühlt sich falsch an. Fühlt sich falsch an. Das Kraut, das sich nicht traut. Jetzt speichere ich mal kurz.
Und dann schauen wir nochmal, schauen wir, ob ich jemals den Verhörraum wiederfinde, wo der andere gestorben ist. Oh Gott, oh Gott. Hallo, Marian. Das ist Resident Evil 1.5, die nie veröffentlichte Urversion von Resident Evil 2, die dann nochmal über den Haufen geworfen wurde. Ich gehe jetzt unten nochmal alles ab. Bevor wir wieder hochgehen, ein Stockwerk. Aber ich glaube, hier unten ist gar nicht so viel, ne? Moment, jetzt bin ich wieder in den Gefängniszellen. Oh, ich kann mich so nicht orientieren, ey. Ich kann mich so nicht orientieren. Schlimm. Hä? Habe ich gerade mit der Tür interagiert, obwohl ich in die andere Richtung geguckt habe? Gibt es hier eigentlich Mods? Ja, gibt es schon. Aber ich weiß nicht, ob die da sind. Aktuell, also ich meine, wir haben ja jetzt auf Twitch sind es aktuell nur 50 Leute. Auf YouTube auch, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wahrscheinlich aber auch maximal 100 oder so erfahrungsgemäß. Das kann ich noch alleine regeln zur Not. Aber es gibt schon auch Mods, die hier öfter mal sind. Ach so, warte mal, das ist der Stromraum. Da müssen wir auch nicht rein. Mein Problem ist, ich spiele auch gern alte Spiele, wie Resi, alte Pokémon-Games und so. Das schaut sich halt so keiner an, ohne Bezug. Ja, keine Ahnung. Oh, wo kommen denn die her? Ah, ich kann mich an euch erinnern. Ich weiß, wo ihr herkommt. Wisst ihr was? Ich lasse euch einfach stehen. Meine Güte, sind die schon wieder schnell in ihrem Gänsemarsch. Das ist auch schwierig. Gerade auf Twitch ist das anscheinend auch schwierig. Ich habe auch gehört, keine Ahnung, dass Twitch Gaming auch nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Deswegen gibt es vor allem so Meinungsblogger und so weiter. Und ich glaube wirklich, Retro-Spiele ist glaube ich, schwierig. Ja, glaube ich schon auch. Das stimmt schon. An sich war es auch seltsam, dass man die Kräuter auch außerhalb der Arkley Mountains finden konnte. Oh, ja, auch wieder wahr. In Resident Evil 1 wird in einem Dokument vermerkt, dass die Kräuter explizit in den... Ja, ja, da hast du auch wieder recht. Lore-technisch sind die Kräuter schon... seltsam. Ich verstehe, warum die nie wieder so richtig erklärt oder erwähnt wurden. Hier, guck mal, da ist ein Mod anwesend zum Beispiel, weil gerade gefragt wurde. Merlin mit dem Bannhammer sitzt schon bereit, um euch auf die Finger zu kloppen. Macht lieber keinen Umfug. So, wo zur Hölle ist denn jetzt? Ich kann mich null erinnern, wo der gestorben ist, ey. Null. Wo haben wir den denn getroffen? Hat uns der hat uns den Schlüssel gegeben, ne? Das heißt, ich glaube, der war dann oben irgendwo in den... Ich muss, glaube ich, wieder nach oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist definitiv so oder so. So oder so ist es definitiv nicht leicht, wenn man sich was aufbauen will, reichweitentechnisch. Das braucht super viel Geduld. Ich habe ja damals mit Let's Plays angefangen auf meinem Hauptkanal. Und ich habe die halt ein Jahr lang gemacht für genau 0 Personen. Die Videos hatten schon eine Handvoll Klicks, aber das waren halt irgendwie so random Klicks, die mal passieren über den Algorithmus. Und dann hat es irgendwie mit Fallout... Dann habe ich so eine Fallout-Glitch-Expedition gemacht und plötzlich hat das funktioniert. Und dann habe ich angefangen, mehr Fallout-Content zu machen und wurde plötzlich zum Fallout-Experten. Und dann habe ich aber versucht, so ein bisschen andere Franchise, die ich auch gerne mag, mit unterzubringen. Und Resident Evil hat funktioniert. Also habe ich mehr Resident Evil-Content gemacht und wurde zum Resident Evil-Experten, ne? Und so bin ich so ein bisschen auch einfach reingewachsen in das Ganze.
Ich hatte am Anfang nicht wirklich konkrete Vorstellungen, was ich machen will. Das Einzige, was ich wusste, ist, ich will raus aus der Lohnarbeit. Um jeden Preis. Ja. Ja, auf Englisch hat man natürlich viel mehr potenzielle Reichweite, aber natürlich auch viel mehr Konkurrenz. Aber wenn man im Englischen seine Nische finden kann, dann hat man, glaube ich, noch viel mehr Potenzial als im deutschen Raum. Das definitiv. Das ist immer so leicht gesagt mit finde deine Nische, ne? Wenn es zu leicht wäre. Ich bin da eben, wie gesagt, auch eher reingepurzelt. In meine Nischen. Ich hätte damals vor 7 Jahren oder was weiß ich was nie im Leben damit gerechnet, dass ich mal vor allem Lore-Videos mache und mich so auf Resident Evil Lore spezialisiere. Hätte ich nie gedacht. Das ist so, hat sich so entwickelt einfach. Aber ich find's cool. Ich glaube, in Deutschland bist du, glaube ich, der einzige Lore-Experte bei Resident Evil, oder? Also, ich bin mir sicher, dass es sehr viele kleinere Leute auch gibt, kleinere Kanäle, die sowas schon auch machen. Ich werde wahrscheinlich nicht der einzige sein, aber ich glaube schon auch, dass da nicht viel los ist, ja, in dem Sektor. Ja. Ich finde deine Lore-Videos Hammer auf jeden Fall. Dankeschön. Das freut mich sehr. Bei mir fängt schon an, dass ich nur Headset habe. Ja, ich glaube, das ist wirklich was, das darf man nicht unterschätzen. Gute Audioqualität ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht von Anfang an gleich als so Schrott-Content abgeschrieben wird. Da hören die Leute gar nicht erst auf den Inhalt. Ich kann dir da... wie heißt es denn gleich nochmal? Samsung Meteoric oder so ähnlich heißt es. Das ist ein relativ günstiges Mikrofon. Das habe ich damals für 40, 50 Euro gekauft. Das hat eine sehr gute Klangqualität, wenn man da ein bisschen mit Audacity nachhilft. Ne? So ein bisschen Equalizer, Bass verstärken und so weiter. Da kann man eine super Klangqualität rausholen für einen relativ okayen Preis. Und damit klingt man dann einfach auch schon gut. Besser geht immer und nach oben ist alles offen, ne? Da drehen die Preise durch, aber ja. Roy ist hinter dem Raum mit der Trennwand. Dankeschön, das war ein guter, wichtiger Tipp. Jetzt müsste ich mich nur erinnern, wo der Raum mit der Trennwand war, aber da gucken wir mal. Was ich nicht verstehe, ist der Charakter, den man spielt, nimmt Kraut, wenn man verletzt ist, aber zum Beispiel Marvin wird lieber zum Zombie, als das Kraut zu nehmen. Ja, da gibt es tatsächlich viele Theorien dazu, wie das genau funktioniert. In Resident Evil Outbreak wird nahegelegt, dass das Kraut auch zumindest die Entwicklung des T-Virus, die Infektion mit dem T-Virus, ein bisschen verlangsamen kann, wenn auch nicht heilen. Und die gängige These ist im Grunde, dass unsere Hauptfiguren aus den Resident Evil Teilen halt einfach alle immun sind gegen den T-Virus. Eine natürliche Immunität. Und deswegen halt nicht mit dem T-Virus infiziert werden. Das heißt, wenn man danach geht, wenn das so stimmt, und das, da gibt es schon viele Hinweise, dann könnte man Marvins Wunden zwar heilen und seine Zombifizierung verzögern, aber letztendlich würde ihn das nicht retten. Hi, Marty. Oder Marvin ist allergisch gegen das grüne Kraut. Das kann auch sein. Nee, aber vom T-Virus schützt es eben nicht. Ich persönlich habe ja die Theorie, dass die nicht immun sind, sondern dass die nur anders mutiert sind. Und das wird tatsächlich... Guck mal, Mini-Elsa. Und dass tatsächlich fast alle Resident Evil-Figuren Superkräfte haben. Oh, wartet mal. Die... Was? Die Tasse, das macht's ja noch lustiger. Die Tasse haben die tatsächlich richtig eingefügt. Ich kann vor der Tasse stehen, die ist nicht... Ach so, warte mal. Nee, ich denk gerade falsch. Es ist okay, natürlich kann ich vor der Tasse stehen. Ist ja nur ein 2D-Bild im Hintergrund. Aber es sieht einfach lustig aus, oder? Mini-Elsa auf dem Tisch. Sehr gut. Das ist mein Lieblingsraum, definitiv. Die Tasse wird zum Nachttopf. Wär leicht, easy. Dankeschön, Serial Talk. War nichts anderes los auf YouTube. Auch gut.
Marvin will als Polizist halt kein Cannabis benutzen. Das kann auch sein. Also ich glaube, wir sind im falschen Stockwerk. Die Kräuter werden definitiv gebraucht. Gehen wir mal in den anderen Stock runter. Keine Ahnung. Ich glaube, mich hat noch nie eine Krähe erwischt hier, oder? Ich würde fast gern mal stehen bleiben, um die Animation zu sehen, aber doch nicht. Eigentlich machen wir jetzt Schluss, aber jetzt bin ich gerade gehuckt und will noch schnell sehen, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich möchte sehen, wie John und toter Polizistenperson mit bestimmt auch einem Namen, den ich nicht kenne, aufeinandertreffen. Aber ich habe leider wirklich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Du musst zu F1. Okay. Wartet mal kurz. Also in den obersten Stock, ne? Können wir den hier einfach auswählen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe lieber zu Fuß. Ich habe Angst, dass wir uns irgendwo hin teleportieren, wo wir nicht sein sollten. War die Frau in 1.5 die Elsa, ganz genau. Mit der spielen wir gerade. Aber ich war doch in F1. Da habe ich doch alles durchsucht, dachte ich. Dammit. First Floor. Ja, das verstehe ich. Aber da war doch nur der Polizeipräsident. Gucken wir mal. Sind wir gleich wieder. Ach so, warte mal. First Floor ist ja unten. Logisch. Nicht oben. Keine Ahnung. Ich habe gerade vom Hubschrauberlandeplatz von oben nach unten gerechnet. 1, 2, 3. Nee. Okay. Cool bleiben. Ich muss aber nicht an denen vorbei, oder? Ah, ja, ich habe mich wieder orientiert. Alles gut. Ich weiß, was los ist. Dankeschön für die Richtungsbeschreibung. Ah, guck mal. No way. This can't be. Roy, this isn't you. Oder so. John, help me. Please kill me. John, shoot! That thing isn't Roy anymore! Roy, it's me! You do recognize me, right? Bum, bum! Ich muss die Schüsse auch synchronisieren. John, I couldn't call for help using the radio. The building's electric power is starting to fail. What am I supposed to do alone? I don't... Do it. We're the only ones left. If we don't do anything, no one... does. Please. I'd like to be alone now. Okay. Tragisch. Ein tragisches Ende für heute, würde ich sagen. Machen wir an der Stelle wirklich Schluss. Fand ich sehr cool jetzt unseren Ausflug in Resident Evil 1.5. Tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn... der Anfang war echt so, oh Gott, ja, interessant, so ein bisschen hier archäologische Forschung zu betreiben, aber um Gottes Willen. Aber nee, ist dann eigentlich doch ein ziemlich nice Spiel geworden, muss ich schon sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht nächstes Mal weitermachen werden. Jetzt raiden wir hier auf Twitch. Ich freue mich sehr, dass die online ist zur Panikfee. Die spielt nämlich gerade ein GTA 5 Roleplay auf einem Roleplay-Server. Und das ist einfach das absolut lustigste Roleplay, das ich jemals gesehen habe. Ohne Witz. Ich finde es so großartig. Da schauen wir jetzt gerne vorbei. Schaut bei Holy vorbei und bestellt mit dem Code LSBR. Wenn eure erste Bestellung ist, dann kriegt ihr einen 5€ Rabatt. Mit LSBR 10 kriegt ihr 10% Rabatt. Super leckere Eistee und Energy Drinks und andere Produkte. Ich finde sie wirklich, wirklich lecker.
Sehr empfehlenswert. Und wir schauen jetzt zur Panikfee. Ich bin gespannt, ob Panikfees Charakter Fritzi ihren entlaufenen Hamster schon gefunden hat. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt müssen wir erstmal noch raiden. Ich verabschiede mich immer schon zu früh. Danke übrigens für die ganzen Bits und Abos und Superchats und so. Ihr seid awesome. Okay, alle bereit? Dann geht's los. Ciao.